den Einzelplan des Bundesministeriums der Verteidigung mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 8614 und 8661. Die Berichterstattungen hatten die Abgeordneten Andreas Schwarz, Ingo Gedichens, Dr. Sebastian Schäfer, Carsten Klein, Dr. Michael Espendiller und Dr. Gesine Lötsch. 90 Minuten sind vorgesehen für die Aussprache. Und das Wort geht an die Kollegen Ingo Gedichens für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn wir heute nach quälenden Wochen des Streits in der Ampelkoalition endlich den Haushalt 2024 beschließen, endet zumindest fürs Erste die Haushaltskernschmelze der vergangenen Monate. Für den Verteidigungshaushalt müssen wir aber leider feststellen, dass die Weichen falsch gestellt wurden. Der Zug fährt in die falsche Richtung. Das Schreckensszenario für die Bundeswehr geht weiter und wird immer größer. 56 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, 56 Milliarden Euro fehlen der Bundeswehr nach aktuellen Zahlen aus dem Verteidigungsministerium im Jahr 2028, wenn das Sondervermögen Bundeswehr aufgebraucht ist. Spätestens mit diesem dramatischen Befund sollten Sie, Herr Minister, auf den Kabinettstisch schauen und in aller Deutlichkeit sagen, so geht es nicht weiter. Stattdessen hören wir die markigen Durchhalteparolen wie es werde schon genügend Geld für die Bundeswehr zur Verfügung stehen. Nur wo das Geld herkommen soll, wenn keine lineare Steigerung des Verteidigungsetats vorgenommen wird, kann niemand sagen. Das ist alles andere als eine seriöse Haushaltspolitik. Besonders bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang, dass immer noch zu viele Menschen dem Bundeskanzler auf den Leim gehen. Scholz sichert dauerhaft höheren Verteidigungsetat zu, so titelte beispielsweise die Tagesschau nach der letzten Bundeswehrtagung. Es ist der gleiche Bundeskanzler, der an diesem Ort vor zwei Jahren zugesagt hat, von nun an mehr als 2% für Verteidigung auszugeben. 2022 hat er das Versprechen gebrochen. 2023 hat er das Versprechen gebrochen. Und 2024 kann das Kanzlerversprechen nur durch Tarnen, Täuschen und Tricksereien eingehalten werden, unter anderem indem man Kreditzinsen und Pensionslasten vergangener Jahre als Verteidigungsausgaben deklariert. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, durchschaut sogar jeder Obergefreiter. Und deshalb schwindet täglich die Glaubwürdigkeit dieser Rückschrittskoalition. Das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Dieser Spruch bekommt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr ist in weiten Teilen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Viele Probleme, die den Truppenalltag erschweren, erleben wir auch in anderen Teilen unseres Zusammenlebens. Überbordende Bürokratie, viel zu lange Entscheidungs- und Beschaffungsprozesse, überzogenes Absicherungsdenken, all das sind Probleme, die wir trotz wohlklingender Ankündigungen und Versprechen immer noch nicht energisch genug angehen. Zugleich ist die Bundeswehr aber auch etwas ganz Besonderes. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben einen Eid geschworen, unser Land tapfer zu verteidigen. Wer aber im äußersten Fall Leib und Leben für unser Land einsetzt, braucht ein besonderes Vertrauen in die Spitze unseres Staates und insbesondere in den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Und hier müssen wir leider feststellen, dass dieses Vertrauen immer stärker verloren geht.
Über die desaströse finanzielle Perspektive der Bundeswehr habe ich bereits mehrfach gesprochen. Das Thema ist längst in der Truppe angekommen und treibt nicht nur die CDU-CSU-Fraktion mit großer Sorge um. Und während sich viele Soldatinnen und Soldaten, auch die zivilen Mitarbeiter, fragen, wie das immer größer werdende Finanzproblem gelöst werden soll, gibt es einen weiteren heftigen Schlag in die Magengrube unserer Truppe, den die Ampel heute mit dem Haushalt beschließen will. Seitdem die Bundeswehr Waffensysteme an die Ukraine abgibt, das halten wir für richtig, war aber immer klar, die Wiederbeschaffung dieser Systeme soll gerade nicht aus Bundeswehrmitteln bezahlt werden, sondern aus dem Gesamthaushalt. Um über 500 Millionen einzusparen, ist die Ampel aber auf die wenig sinnvolle Idee gekommen, in diesem Jahr die Wiederbeschaffung aus dem ohnehin schon hoffnungslos überplanten Sonderschuldenvermögen der Bundeswehr zu bestreiten. Das ist ein massiver Vertrauensbruch gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, denen man immer das Gegenteil versprochen hat. Sie, Herr Minister, haben sofort erkannt, was für eine gefährliche Bombe Ihnen der Kanzler, Finanzminister oder wer auch immer ins Nest gelegt hat. Und darum haben Sie sich in einem Tagesbefehl an die Truppe gewandt und um Verständnis für die Maßnahme geworben. Das war zwar ein netter Versuch, es hilft aber nur begrenzt. Bei den Soldatinnen und Soldaten kommt an, dass auch bei der Bundeswehr eingespart werden soll. Da hilft auch ein beschwichtigender Tagesbefehl nicht. Meine Damen und Herren, wir alle hier im Haus, fast alle sind uns einig, dass wir unsere Bundeswehr stärken müssen. Ganz wichtig ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten Perspektiven erkennen. Nur dann werden sie als Multiplikatoren, nur dann wird die Truppe aus sich heraus für neue Männer und Frauen werben können. Und das ist dringend notwendig, dass wir mehr Personal für die Bundeswehr akquirieren. Wir benötigen nicht nur modernes Gerät, das schwimmen, fliegen und fahren kann, sondern wir brauchen auch motivierte Menschen, die unser Land tapfer verteidigen wollen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Andreas Schwarz für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Wehrbeauftragte, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich beginne mit einem Zitat. Otto Frick ist leider gerade nicht da, aber er hat mich inspiriert, auch mal bei William Shakespeare nachzuschauen. Und der hat mal gesagt, im Falle der Gegenwehr ist es am besten, den Feind für mächtiger zu halten, als er erscheint. Meine Damen und Herren, die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, die sind mächtig und ich glaube, das ist unstrittig. Sind wir aber ehrlich? Wir alle leben nicht mehr wirklich in einer friedlichen und sicheren Zeit. Ein paar große Mächte wollen die Welt verändern. Und hautnah erleben wir gerade in der Ukraine, was Krieg auf europäischem Boden bedeutet. Und diese Bundesregierung und unser Kanzler hat reagiert. Das Wort Zeitenwende wird mit Leben erfüllt, auch wenn es der eine oder die andere nicht wahrhaben will. Putin hat klar erklärt, was er vorhat. Russland bedroht die NATO-Mitglieder auch im Baltikum und in Polen ständig. Und auch die Chinesen halten mit ihrer Meinung über Taiwan nicht hinter dem Berg. Der Konflikt im Nahen Osten, der Unruheherd Iran und nicht zuletzt die Angriffe auf den Weltwirtschaftsverkehr im Roten Meer sind Zeugnis eines immer größer werdenden Bedrohung und auch unseres Friedens. Man muss den Diktatoren unserer Zeit nur zuhören. Die sagen ganz klar, was sie wollen und wo die Reise aus ihrer Sicht hingeht. Und wir reagieren, und wir reagieren stark. Und ich glaube, solche Mächte verstehen auch nur eins, Stärke. Und dieser Haushalt und dieser Etat vermittelt Stärke. Meine Damen und Herren, wenn Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine Erfolg haben sollte, dann können wir uns alle ausmalen, wie es am Ende weitergeht. Wenn wir jetzt nicht unsere Gegner für mächtig halten und unsere Verteidigung nicht vernünftig aufbauen, dann riskieren wir unsere Art zu leben, unsere Freiheit, unsere Demokratie. Wir riskieren alles. Und an dieser Stelle nochmal Dank auch an unseren Minister Boris Pistorius, an sein Team, an das BMVG für das, was da alles geleistet wird. Demokratie, Frieden und Freiheit gibt es nicht umsonst.
Deshalb bin ich froh und deshalb ist es auch absolut richtig, dass wir mit dem Verteidigungshaushalt 2024 das 2% NATO-Ziel erreichen, ja sogar leicht übertreffen. 52 Milliarden für den Verteidigungshaushalt und nochmals nahezu 20 Milliarden aus dem Sondervermögen machen also insgesamt knapp 72 Milliarden Euro aus für unsere Bundeswehr. Und die sind ein deutliches Signal an die Truppe, an unsere Bündnispartner innerhalb der NATO, dass wir bereit sind, das, was von uns erwartet wird, auch zu erfüllen, um damit die Sicherheit in Deutschland, in Europa und in der Welt zu gewährleisten und Demokratiefreiheit zu schützen. Deutschland und die NATO müssen so stark werden, dass niemand Lust oder gar Mut hat, dieses Bündnis anzugreifen. Und dazu, meine Damen und Herren, müssen wir auch Ausrüstung auf den Hof unserer Kasernen stellen. Und 2/3 des Sondervermögens beispielsweise sind auch schon vertraglich gebunden von diesen 100 Milliarden Euro. Das wären zum Beispiel Ausgaben für Munition, Raketenabwehrsysteme, verschiedene Landwehrsysteme, Kampfflugzeuge, Fregatten und U-Boote. Nicht zu vergessen die persönliche Ausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und an der Stelle auch herzlichen Dank an unsere Truppe, die ihren Dienst gewissenhaft tut. Zweck dieser vielfachen, leider aber auch notwendigen Investition ist, dass wir diese Waffen alle nicht einsetzen wollen und hoffentlich auch nie müssen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen potenziellen Gegnern zu verstehen geben, dass sie es auch gar nicht erst probieren sollen. Das zu erreichen, kostet nun mal eine Menge Geld, und wir sind bereit, dieses Geld auch in die Hand zu nehmen. Deshalb bin ich froh, dass wir mit diesem Verteidigungshaushalt unsere Ziele erreichen können. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich können wir uns auf diesem sehr guten Haushalt nicht ausruhen. Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Die Anforderungen an die zukünftigen Verteidigungshaushalte sind nun enorm. Und das streitet auch hier niemand ab. Und spätestens 2028 wird das Sondervermögen der Bundeswehr aufgebraucht sein. Und Gott sei Dank macht man sich in der Koalition auch Gedanken darüber, wie es weitergeht. Wir dürfen auch nicht unterschätzen die Entwicklungen in den USA. Dort schwindet die Bereitschaft, den Riesenbeitrag, der bisher geleistet wurde, für die Sicherheit Europas auch weiterhin zu leisten. Sollte Trump zum nächsten Präsidenten gewählt werden, heißt das noch mal eine besondere Herausforderung für die deutsche und europäische Sicherheitsarchitektur. Um Deutschlands Ruf als zuverlässigen Bündnispartner nicht zu gefährden, ist es deshalb unabdingbar, dass der Verteidigungsetat eine verbindliche Finanzplanung für die Zukunft erhält und die 2%-Zusage des Kanzlers steht. Dies muss in den kommenden Finanzplanungen auch natürlich hier zum Ausdruck kommen. Daran wird hier kräftig gearbeitet. Sicherlich ist es keine einfache Aufgabe. Das wissen wir alle. Und damit gehen wir auch ehrlich um und haben im Moment auch vielleicht noch nicht die Lösung parat. Aber Sie können sich auf eine Lösung freuen, weil die wird am Ende des Tages kommen. Und wir haben mit Sicherheit auch keine Denkverbote, um hier Lösungen zu finden. Und man kann über ein neues Sondervermögen, man kann über eine Reform der Schuldenbremse nachdenken. Darüber wird man diskutieren müssen. Meine Meinung persönlich dazu ist sicherlich bekannt. Wir müssen aber uns natürlich auch die verschiedenen Kosten im Haushaltsplan anschauen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Kasernensanierungsprogramm? Nicht nur ökologisch könnten wir wirken, wir könnten auch erheblich Energiekosten einsparen. Wichtig ist, dass Industrie, Bundeswehr, aber auch die NATO wissen, wir strahlen Planungssicherheit aus. Und wir müssen auch zukünftig unser Material ordentlich betreiben können. Dieser Verteidigungshaushalt ist ein elementarer Grundstein hierfür. Das sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auch schuldig. Und ich freue mich darauf, wenn die CDU/CSU im Gegensatz zum Haushalt 2024 beim Haushalt 2025 sich wieder mit Anträgen beteiligt und auch inhaltlich hier einbringt. Danke an Minister Pistorius, an sein Haus für die viele Arbeit. Und wir freuen uns auf die 25 Mio-Vorlagen. Es sind immerhin fast 50, die uns im ersten Quartal erreichen werden. Dankeschön. Für die AfD spricht Dr. Michael Effenthaler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube.
Im Sommer letzten Jahres lief der Film Oppenheimer in Deutschland an. Bei dem Film geht es um Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe, der nach dem Einsatz seiner Bombe und dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem Kritiker des internationalen Wettrüstens wurde. Der Film lockte in Deutschland über 4 Millionen Zuschauer in die Kinos, und das wohl nicht nur deshalb, weil es ein Christopher Nolan-Film ist, sondern auch deshalb, weil viele Menschen im Angesicht der aktuellen Politik die Befürchtung hegen, dass es auf dieser Welt wieder zu atomaren Auseinandersetzungen kommen kann. So stellt der Film eine Mahnung dar und regt zum Nachdenken darüber an, welche Folgen einzelne Entscheidungen haben können. Und es ist gerade dieses Nachdenken über die möglichen Konsequenzen einer jeden Handlung, die viele Menschen in Deutschland bei dieser aktuellen Bundesregierung vermissen. Im Klartext, es ist nicht hilfreich, wenn Land auf, Land ab die brachialste Kriegsrhetorik ausgepackt wird, während man mit der eigenen Bundeswehr blank dasteht, wie jeder in Deutschland und in der Welt weiß. Es ist ebenso wenig hilfreich, seine eigene Verteidigungsfähigkeit noch mehr zu schwächen, indem man, obwohl man blank dasteht, fröhlich weiter Material an die Ukraine abgibt, das wir im Ernstfall hier selbst in Deutschland gebrauchen können. Geradezu absurd ist es, dass man den Deutschen jetzt das Narrativ einhämmern möchte, dass Putin in 3, 5 oder 8 Jahren vor Berlin steht, wo er doch eigentlich seit 2 Jahren in der Ukraine angeblich verliert. Und es wird noch absurder. Unser Verteidigungsminister lässt sich in der Bild-Zeitung zitieren mit den Worten: Wir haben zu wenig von allem. Gleichzeitig lässt sich im aktuellen Haushalt nachlesen, dass eine Abgabe von Material auch dann zulässig ist, wenn dies zu einer, Zitat, vorübergehenden Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft und Aufgabenerledigung der Bundeswehr führt. Na was denn, Herr Minister? Ist die Lage jetzt so ernst, dass wir uns so schnell wie möglich wappnen müssen? Oder ist es doch nicht so schlimm und wir können fröhlich die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ruinieren? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Genauso wenig Sinn ergibt es, dass sich eine desolat ausgestattete Bundeswehr an fragwürdigen Auslandseinsätzen weltweit beteiligt. Deshalb will meine Fraktion die allermeisten dieser Einsätze beenden. In den Etats des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes haben wir die Streichung dieser Mittel beantragt und kämen so auf Einsparungen in Höhe von 697,5 Millionen Euro für unnötige Auslandseinsätze. Wenn man sich nicht dauernd im Ausland verzetteln würde, würde die Bundesregierung vielleicht einmal ganz grundsätzlich über das eigene Beschaffungswesen nachdenken. Denn Hand aufs Herz, wirklich hart verhandelt wird von dieser Bundesregierung nicht bei Vertragsverhandlungen. Man freut sich über das Lob des Bündnispartners USA, dass Deutschland ein, Zitat, sehr guter Kunde sei. Aber die Verträge mit den Amerikanern sind regelrechte Knebelverträge, die eigentlich kein normaler Mensch jemals unterzeichnen würde. Noch dazu haben westliche Hightech-Militärgüter hohe Stückpreise, die eine adäquate Ausstattung der Bundeswehr finanziell verunmöglichen. Herr Pistorius wollte ja gerne den Etat um 10 Milliarden aufstocken, und das kann ich auch sehr nachvollziehen. Aber realistisch betrachtet würde eine solche Erhöhung in der derzeitigen Preislage nur zu steigenden Aktienkursen der Rüstungsindustrie führen, ohne dass wir eine nennenswerte Verbesserung bei der Ausstattung der Bundeswehr haben. Nun kann man sich aus wirtschaftspolitischer Sicht natürlich über volle Auftragsbücher und steigende Aktienkurse deutscher Rüstungskonzerne freuen, denn sie erhalten Know-how und Arbeitsplätze in Deutschland, und das ist wichtig. Und deshalb sollte unserer Auffassung nach alles, was in Deutschland produziert werden kann, auch tatsächlich in Deutschland beschafft werden. Punkt. Darüber hinaus empfiehlt sich aber auch ein Blick über den Tellerrand. Die jüngst zurückliegenden weltweiten militärischen Konflikte haben gezeigt, dass unsere Streitkräfte im Ernstfall sehr viel agiler sein müssen. Seit dem Ukraine-Krieg mussten wir zum Beispiel beobachten, dass massenhaft zum Einsatz gebrachte Billigdrohnen konventionelle Armeen ernsthaft in Bedrängnis bringen können. In der Ukraine wurden sogar Leopard 2-Panzer außer Gefecht gesetzt, in Israel die berühmten Merkavas. Obwohl Experten diese Entwicklung schon vor Jahren vorhergesagt haben, gibt es auf diese Bedrohung derzeit noch keine überzeugende Antwort. Zwar hatte sich die schwarz-rote Bundesregierung 2020 mit der Industrie auf ein Projekt geeinigt, das Drohnen und Raketen im Nah- und Nächstbereich abwehren können soll. Doch die eigentliche Entwicklung dieses Prototyps beginnt erst jetzt und wird mit 1,2 Milliarden Euro 5-mal so teuer wie ursprünglich geplant. Der Bundesrechnungshof hat hier zu Recht darauf hingewiesen, dass es keine plausible Begründung seitens des Verteidigungsministeriums für diese eklatante Preissteigerung gibt. Eine adäquate Preisprüfung ist nicht erfolgt, weshalb unsere Fraktion diesem wichtigen Projekt aus haushalterischen Gründen auch nicht zustimmen konnte. Grundsätzlich wird es in Zukunft immer wichtiger werden, mehr auf Masse und günstige Preise zu setzen, als nur auf wenige teure High-End-Produkte. Und genau diese wichtige Weichenstellung nimmt momentan die Bundesregierung leider nicht in Angriff. Da besteht dringend Nachholbedarf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Sebastian Schäfer für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gerade in diesen Tagen wird leider wieder sehr deutlich, welche schrecklichen Folgen der brutale und völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf das Staatsgebiet der Ukraine für die Menschen dort hat. Die intensiven russischen Luftangriffe auch auf zivile Einrichtungen wie eine Geburtsklinik terrorisieren die ukrainische Zivilbevölkerung. Kinder werden zu Waisen, Großeltern verlieren ihre Enkel, die Menschen, die Tage und Nächte in den Schutzbunkern oder den Schützengräben verbringen müssen, zahlen einen unvorstellbaren Preis für die russische Aggression. Wir stehen in der Pflicht, der Ukraine weiterhin mit allem zu helfen, was wir liefern können. Um den Verteidigungskampf zu stärken, benötigt die Ukraine weitere Ausrüstung, insbesondere Munition. Die Industrie muss ihre Produktionskapazitäten in Europa vergrößern. Die Munitionsversorgung ist absolut essentiell. Es geht aber auch darum, dass die Ukraine die aus Beständen unserer Bundeswehr gelieferten Waffensysteme weiterhin und möglichst dauerhaft benutzen kann. Deshalb müssen die Instandsetzungs- und Wartungskapazitäten für bereits gelieferte Systeme ausgeweitet werden. Gelieferte Kampf- und Schützenpanzer nützen nichts, wenn sie nicht einsatzfähig sind. Reparaturen müssen schneller und am Einsatzort, näher am Einsatzort vorgenommen werden. Hier steht die Industrie in der Pflicht. Und da geht es auch voran. Wir müssen aber prüfen, was wir tun können, um das weiter zu beschleunigen. Der Ukraine läuft die Zeit davon. Jenseits aller taktischen Spielchen hatte die Union mit ihrem Antrag vor 2 Wochen in der Sache recht. Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine effektivieren. Dafür braucht es die Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern aus Beständen der Bundeswehr. Trotz einer haushaltspolitisch komplizierten Lage bleibt Deutschland ein verlässlicher Unterstützer der Ukraine. Wir haben 2024 die Hilfen zur Verteidigung gegen den russischen Angriff aus dem Bundeshaushalt nahezu verdoppelt. Auch dazu hat sich die Union übrigens enthalten. Wir stellen fast 8 Milliarden Euro zur Verfügung, damit die Ukraine bei der Industrie das bestellen kann, was sie am nötigsten braucht. Und wir liefern auch immer wieder direkt aus den Beständen der Bundeswehr, zuletzt die Hubschrauber. Auch für die nächsten Jahre stehen Mittel zur Verfügung, um der Ukraine eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Manchmal hören wir den Vorwurf, dass wir dieses Geld einfach verschenken würden oder dass damit der Krieg befeuert werden würde. Auch hier im Hohen Haus sind manche dieser Ansicht. Aber, meine Damen und Herren, diese Mittel schützen auch unsere Freiheit, unsere Demokratie. Sie schützen unser Land. Zu einer ehrlichen Betrachtung gehört, dass das Verteidigungsministerium angesichts der notwendigen Sparbemühungen einen Konsolidierungsanteil durch Umschichtungen zulasten des Sondervermögens Bundeswehr erbringen muss. Insgesamt werden nun 520 Millionen Euro für Nachbeschaffungen von an die Ukraine abgegebenen Waffensystemen aus dem Sondervermögen finanziert. Ich halte das für vertretbar, denn die Bundeswehr bekommt durchweg moderneres und besseres Gerät, als sie der Ukraine abgegeben hat. Im vergangenen Jahr haben wir in Rekordgeschwindigkeit die Nachbeschaffung der 18 in die Ukraine abgegebenen Kampfpanzer Leopard 2A6 realisiert. Als Ersatz werden Systeme der Baureihe 2A8 angeschafft. Das ist technologisch ein großer Schritt und verbessert die Abschreckungsfähigkeit unserer Armee deutlich. Abgaben schwächen die Bundeswehr kurzfristig, mittelfristig verstärken Nachbeschaffungen unsere Wehrhaftigkeit und erlauben uns, unsere NATO-Verpflichtungen umzusetzen. Ich will daran erinnern, wir erreichen mit dem Bundeshaushalt 2024 zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Anteil von mehr als 2% unserer Wirtschaftsleistung, die wir für unsere Verteidigung investieren. Das ist ein Meilenstein, den diese Koalition auch in haushaltspolitisch herausfordernden Zeiten erreicht.
Das ist die Spiegelung der Zeitenwende im Bundeshaushalt. Wir haben nach Ende des Sondervermögens große Aufgaben vor uns. Es geht um den Schutz unseres Landes und unserer Bevölkerung. Nicht nur Verteidigung, auch hybride Bedrohungen, Cyberattacken müssen wir bekämpfen. Und wir stehen da vor großer Herausforderung. Und ich appelliere insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen von der Union, lassen Sie uns diese elementare und entscheidende Frage der europäischen Freiheit und Sicherheit gemeinsam bearbeiten und gemeinsam eine Lösung entwickeln. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Carsten Klein für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2024 wird Deutschland zum ersten Mal die Zielmarke der NATO mit 2,1% übersteigen. Das ist gelebte Zeitenwende. Mit dem Sondervermögen 100 Milliarden Euro für die Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit werden wir zu zwei Dritteln sind schon gebunden und Ende des Jahres werden wir 100% gebunden haben. Das ist gelebte Zeitenwende. Mit dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, mit der Entschlankung der Beschaffung im Ministerium und Beschaffungsamt, keine Goldrandlösungen, Materialbeschaffung, die den Marktmöglichkeiten entsprechen. Das alles ist gelebte Zeitenwende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 2023 Rüstungsvorhaben, die die 25-Millionen-Euro-Schwelle überspringen, im Gesamtvolumen von 47,7 Milliarden Euro im Haushaltsausschuss auf den Weg gebracht. Das ist fast 1 Milliarde Euro mehr, als die Union 2021 dem ganzen Ministerium zur Verfügung gestellt hat. Das ist gelebte Zeitenwende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Beispiele zeigen, dass die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP die Zeitenwende ernst nehmen und dass diese Bundesregierung, die von diesen Fraktionen getragen wird, die Zeitenwende mit Leben füllt. Denn uns geht es darum, die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes wiederzuerlangen und ein Abschreckungspotenzial unserer Streitkräfte zu erreichen, das uns hilft, den Frieden und Freiheit der Menschen in diesem Land zu verteidigen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob es einen anderen Weg gibt zum Frieden, einen anderen Weg als Stärke zu zeigen. Und da gibt es auf der linken Seite und auf der rechten Seite dieses Hauses ja vermeintlich einfachere Wege, die den Kolleginnen und Kollegen, vor allem der AfD aus Moskau, eingeflüstert werden. Ein vermeintlich ein trügerischer Frieden, der aber nicht zur Freiheit führt. Es ist der Weg in die Abhängigkeit. Es ist der Weg, an dessen Ende Menschen aus Fenstern fallen, vergiftet werden, Flugzeuge abstürzen, Menschen weggesperrt werden und einfach verschwinden. Am Ende dieses Weges werden Vätern und Müttern ihre Kinder weggenommen, wie in der Ukraine. Und das darf nicht unser Weg sein und das wird nicht unser Weg sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Frieden und Freiheit gewinnt man nicht durch Unterwerfung, sondern dadurch, dass man gemeinsam in einem Bündnis stark Aggressoren, Autokraten und Despoten entgegentritt. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine diesen Krieg auch gewinnen. Und deshalb ist es richtig, die starken Unterstützungsmaßnahmen, die wir als Bundesrepublik Deutschland, aber auch gemeinsam mit den Partnern auf den Weg gebracht haben. Deutschland ist der größte Partner der Ukraine in militärischer, finanzieller und humanitärer Sicht in Europa und der zweitgrößte weltweit. Und das müssen wir in den Debatten auch viel stärker und selbstbewusster betonen. In Deutschland wird gerade so getan, wie wenn das ein Kleckerlesbetrag ist. Nein, die Freunde in der Ukraine sind dankbar für unsere starke Unterstützung, die ihnen hilft, ihren Frieden und ihre Freiheit, aber auch unsere Werte zu verteidigen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Wahrheit gehört auch dazu, kann Deutschland die Unterstützung der Ukraine im Alleingang organisieren und finanzieren? Diese Antwort ist ziemlich einfach, denn diese Antwort heißt nein. Wir brauchen unsere Partner in Europa.
Und dafür muss in diesem Jahr auch definitiv deutlicher gestritten werden. Denn es ist nicht mehr der Zeitpunkt von heroischen Reden in Europa, sondern von heroischen Taten. Und das ist in vielen Hauptstädten der großen Volkswirtschaften in Europa leider nur sehr unzureichend angekommen. Die Vorstellung, dass Deutschland diese Diskrepanz, diese Lücke zwischen Reden und Handeln im Alleingang über Neuverschuldung schließen kann, dieser Vorstellung, die wird nicht erfolgreich sein. Denn es geht um Haltung und es geht um Glaubwürdigkeit des westlichen Wertebündnisses. Und die werden wir nur da herstellen, wenn wir gemeinsam kraftvolles Handeln zeigen. Und das gilt auch für die innenpolitische Diskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verteidigungsfähigkeit ist eine Daueraufgabe. Wir haben das Sondervermögen Bundeswehr, 100 Milliarden Euro mit Verschuldung finanziert, in einer außergewöhnlichen, in einer akuten Situation, in dem wir auf eine Aufholjagd angesetzt haben, in der wir ein starkes Zeichen an alle Feinde des Friedens und der Freiheit setzen wollten. Aber in Wahrheit ist Verteidigungsfähigkeit eine Daueraufgabe, und Daueraufgaben müssen aus laufenden Einnahmen finanziert werden. Der Anteil der Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt weit vor dem Ende des Kalten Krieges war fast 20%. Aktuell sind wir noch bei fast 11%. Und das zeigt doch, dass wir Diskussionen führen müssen. Diskussionen, die dazu führen, dass wir die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes wieder stärken können. Denn dann ist, das ist die Grundvoraussetzung, um unsere demokratische Grundordnung, unser Freiheit und Frieden zu erhalten, heute und in Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Dr. Johann David Wadepohl. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren den Haushalt ja relativ spät und befinden uns damit in direkter Nähe zu zwei Jubiläen. In 27 Tagen wird die Zeitenwende-Rede 2 Jahre alt, und Boris Pistorius kann sein einjähriges Amtsjubiläum feiern. Insofern Anlass, ein bisschen Zwischenbilanz zu ziehen, auf das eine oder andere einzugehen, was wir gemeinsam gemacht haben. Das war eine historische Zeitenwenderede. Das muss man sagen, in einer historischen Situation. Und Sie haben erlebt, heute gab es ja jetzt auch wieder gerade noch mal den Appell an uns mitzuwirken, dass wir auch all das durchgesetzt haben, was der Bundeskanzler vorgeschlagen hat, insbesondere das Sondervermögen in der Verfassung verankert haben. Ich glaube, das war richtig, das war gut. Und zu dieser gemeinsamen Aufbauleistung, auch Aufbauverpflichtung für unsere Bundeswehr, bekennt sich die CDU-CSU-Fraktion ausdrücklich, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und daraus folgt auch eine fortgehende Verpflichtung für die Zukunft. Und ich will nur, Herr Kollege Dr. Schäfer, 2 Bemerkungen zu den Sätzen sagen, die Sie gesagt haben, die ich vollumfänglich unterschreiben kann. Und das Erste ist die Verwendung des Sondervermögens. Der Kollege Gedichens hat das angesprochen. Natürlich bekommt die Bundeswehr als Ersatzbeschaffung neueres, moderneres, auch neuere Leopard 2-Panzer als diejenigen, die sie abgegeben hat an die Ukraine. Nur die Formulierung in unserer Verfassung und die Absprache mit der CDU-CSU-Fraktion waren eindeutig, dass nämlich das Sondervermögen allein für eine Besserausstattung, für eine Mehrausstattung der Bundeswehr verwandt werden soll. Und insofern handeln Sie contra legem, verstoßen gegen das Gesetz und zerstören vor allen Dingen auch Vertrauen bei der CDU-CSU-Fraktion. Ich will darauf nur in aller Deutlichkeit hinweisen, das ist nicht in Ordnung, und das ist noch nicht einmal zu irgendeinem Zeitpunkt mit uns mal besprochen worden. Also deswegen wundern Sie sich nicht, wenn die Bereitschaft zur Gemeinsamkeit in der CDU-CSU-Fraktion geringer ausfällt, als sie in der Vergangenheit vorhanden gewesen ist. Und das Zweite, vielleicht hören Sie es einfach mal an, kann Sie ja mal drüber nachdenken. Das Zweite ist die Sache Taurus. Und da will ich dazu sagen, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich selbst jetzt als sogenannte Eurofighterin bezeichnet, hat keine Zeit mehr, an dieser Debatte hier teilzunehmen. Wenn sie nicht mehr in der Lage oder bereit ist, die Aufgaben als Verteidigungsausschussvorsitzende wahrzunehmen, soll sie uns das wissen lassen.
Ich finde sowieso, dass das etwas kollidiert mit der Spitzenkandidatur zur Europawahl. Aber das mag vielleicht die Freie Demokratische Fraktion mal erörtern. Nur, ich will hier festhalten, dass Sie angekündigt haben, und Herr Kollege Dr. Schäfer hat es auch noch mal gesagt, dass es im Februar ohne Wenn und Aber einen Taurus-Antrag der Koalitionsfraktion geben wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kündige hier für die CDU-CSU-Fraktion an, dass wir das unterstützen werden, weil wir das schon lange beantragen. An der Stelle muss jetzt ein Beschluss erfolgen. Wer den Mund spitzt, muss pfeifen. Wir erwarten diesen Taurus-Antrag von der Ampelkoalition, dass der im Februar kommt. Da haben wir nur eine Sitzungswoche. Und wenn der nicht kommt, werden wir wieder einen Antrag stellen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Stelle, wenn Sie es ernst meinen mit der Ukraine, dann muss das hier im Deutschen Bundestag beschlossen werden. Ich möchte zum Bundesverteidigungsminister sagen, dass wir alle mit großer Freude zur Kenntnis genommen haben, wie er die Themen der Bundeswehr adressiert, die Sprache, die er verwendet, wie er auch in die Öffentlichkeit hinein kommuniziert. Und deswegen möchte ich Ihnen, lieber Herr Pistorius, ausdrücklich gratulieren zu der hohen Anerkennung, die Sie öffentlich finden. Es erfüllt uns alle mit Stolz, auch die CDU-CSU-Fraktion, wenn der Bundesminister für Verteidigung der beliebteste Minister in ganz Deutschland ist. Das zeigt, dass die Menschen aufgeschlossen sind, dass sie durch glaubwürdige Personen überzeugbar sind und dass die Themen der Verteidigung in Deutschland auch eine Wirkung haben. Das ist gut und das ist richtig, das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir verlangen allerdings von Ihnen auch, Herr Minister, dass Sie das, was Sie ankündigen, und das, was Sie fordern, auch umsetzen. Und deswegen will ich das wiederholen, was der Kollege Gedichens gesagt hat. Ich finde es alarmierend, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wenn selbst dieser hoch anerkannte und in der deutschen Bevölkerung beliebteste Minister 10 Milliarden mehr fordert für die Bundeswehr, am Ende herauskommt wegen der sachfremden Verwendung des Sondervermögens, dass dann am Ende weniger für die Bundeswehr reinkommt. Das ist eine Niederlage für Boris Pistorius, das ist eine Niederlage für die Bundeswehr und das ist eine bedenkliche Entwicklung, wenn selbst Boris Pistorius es nicht gelingt, Sie und den Bundeskanzler davon zu überzeugen, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will etwas sagen zu den zahlreichen Vorschlägen, Herr Pistorius, die Sie gemacht haben. Und viele davon sind für uns durchaus diskutabel. Wir haben keinen einzigen abgelehnt. Beispielsweise zu der Fortentwicklung der Bundeswehr und zur Personallage, die prekär ist. Das weiß jeder. Und der Inspekteur der Marine hat gerade noch mal Bezug nehmend auf die Ausstattung der Fregatten darauf Bezug genommen und seine höchste Besorgnis geäußert. Und Sie haben gesagt, Wehrpflicht, Dienstpflicht, schwedisches Modell, über all das könnte man diskutieren, ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Bundeswehr. In fast allen Fällen haben Sie Widerspruch von Ihrer eigenen Partei und Fraktion bekommen, zum Teil auch von den Freien Demokraten, wenn es um die Wehrpflicht geht. Ich habe nur zwei Bemerkungen dazu. Die eine Bemerkung ist, alle, die das ablehnen, was der Bundesminister hier vorgeschlagen hat, die mögen bitte andere Vorschläge machen. Denn die Bundeswehr kommt mittlerweile in eine hochkritische Personallage hinein. Und wer bessere Ideen hat, die Lücken zu füllen, soll die bitte öffentlich sagen. Ich finde, die sind wirklich notwendig. Ansonsten führen wir keine verantwortliche Debatte. Und das Zweite ist, Herr Minister, es ist hohe Zeit, dass etwas getan wird. Und E-Book heißt ja nicht Ideenbörse und Kreativität, sondern heißt, dass Sie der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt sind. Und deswegen, Herr Minister, erwarten wir jetzt nach einem Jahr von Ihnen endlich auch konkrete Vorschläge. Gesetzentwürfe, definitive Festlegungen, welche Struktur soll die Bundeswehr haben, wie wollen Sie die Personallage verbessern. Sie finden bei uns offene und konstruktive Menschen, die darüber diskutieren werden, hier im parlamentarischen Raum. Aber Herr Pistorius, nach einem Jahr müssen Sie jetzt konkret werden. Sie haben selber gesagt, wir haben 5 bis 8 Jahre, und deswegen müssen wir jetzt beginnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Bundesregierung erteile ich jetzt Boris Pistorius das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Es ist schon gesagt worden, es ist soweit. Vor 10 Jahren wurde zugesagt, den Rückgang der Verteidigungsausgaben endlich anzuhalten und zu versuchen, uns innerhalb eines Jahrzehnts an 2% des Bruttoinlandsproduktes anzunähern. Mit dem Haushalt 2024, meine Damen und Herren, werden wir eine NATO-Quote von 2,1% erreichen. Und das erstmals seit Jahrzehnten, meine Damen und Herren. Für das Jahr 2024 stehen nach jetziger Planung allein aus dem Einzelplan 14 und dem Sondervermögen Bundeswehr rund 72 Milliarden Euro für unsere Streitkräfte zur Verfügung. Das ist der höchste Wert seit Bestehen der Bundeswehr und ein deutliches Zeichen, dass wir unsere Sicherheit und Verteidigung ernst nehmen. Und hierfür möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, aber auch und vor allen Dingen auch im Namen unserer Soldatinnen und Soldaten ausdrücklich danken. Das geht in die richtige Richtung. Und es ist das richtige Ergebnis, und es ist dem Ernst der Lage angemessen. Der menschenverachtende russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich in wenigen Wochen zum zweiten Mal. Und ich bin überzeugt, der imperialistische Anspruch Putins ist noch lange nicht aus. Putin wird auch weiterhin mit allen Mitteln der Gewalt versuchen, den russischen Einfluss zu vergrößern, Grenzen zu verschieben. Wir müssen daher unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde weiter unterstützen, meine Damen und Herren. Und ich sage es auch sehr deutlich, ich bin die öffentliche Debatte, was das Thema angeht, was leistet Deutschland, was leistet die Bundeswehr, manchmal leid. Wir haben es gehört, wir sind seit geraumer Zeit der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Wir machen in diesem Jahr mehr als die Hälfte rein, schon als Deutschland, als alle anderen europäischen Nationen zusammen. Wir leisten Gewaltiges zur Unterstützung der Ukraine. Und was höre ich in Deutschland? Ausschließlich nur noch die Debatte über ein Waffensystem, meine Damen und Herren. Als wenn es darauf ankäme, ob wir alles liefern, was geht, oder ob wir uns auch selber noch ein Stück Freiheit und Verantwortung dafür nehmen, diese Entscheidung zu treffen, so oder so. Wir bleiben der stärkste, der zuverlässigste Unterstützer der Ukraine, und dabei bleibt es, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig, und das ist ein Spagat, das ist eine Herausforderung, müssen wir die Bundeswehr wieder zur zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung befähigen, was eben 30 Jahre lang nicht nötig war. Das ist wieder Ihr Kernauftrag. Wir brauchen eine Bundeswehr, die stark ist, ja, und die auch abschreckt. Nur so können wir verhindern, dass es zum Äußersten kommt. Krieg verhindern kann nur, wer sich darauf vorbereitet. Aber, meine Damen und Herren, das alleine reicht nicht. Wir sehen uns derzeit weltweit mit einer Vielzahl von sicherheitspolitischen Umbrüchen und Konflikten konfrontiert. Ob in Israel, im Jemen, in Syrien, auf dem Balkan, im Kaukasus oder im Indopazifik. Wir müssen daher auch an anderen Orten dieser Welt Stellung beziehen können mit unseren bewährten Maßnahmen aus Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit, aber wenn nötig eben auch militärisch. Und ich will nichts beschönigen, meine Damen und Herren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Finanzbedarfe der Bundeswehr dauerhaft steigen. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, heute nicht und erst recht nicht in ein paar Jahren. Eine verlässliche Verteidigung braucht einen verlässlichen, nachhaltigen und ja, einen steigenden Haushalt. Das Sondervermögen leistet hierfür einen wichtigen ersten Schritt. Wir müssen uns aber schon heute Gedanken darüber machen, wie wir die Bundeswehr auch nach Vorausgabung des Sondervermögens auskömmlich ausstatten wollen. Und lieber Herr Gedichen, Sie haben so schön gesagt, ich muss mal auf den Tisch schauen. Ich erinnere mich gerade an das Tischhauen von Herrn Jung, Herrn von zu Guttenberg, Herr de Maizière, Frau von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Es hat wahnsinnig viel gebracht. Ich frage die mal, wie die das gemacht haben. Aber im Zweifel mache ich das lieber mit stetiger, beharrlicher Arbeit, als damit auf den Tisch zu hauen. Und klar ist auch, meine Damen und Herren, wir brauchen natürlich einen verlässlichen, planbaren Finanzierungsrahmen. Nur ein planbar aufsteigender Verteidigungshaushalt macht den Kraftakt des Sondervermögens wirklich zukunftsfest. Wir brauchen dauerhaft mindestens 2% unseres Bruttoinlandsproduktes, um die Bundeswehr auf die Anforderungen der Zeitenwende auszurichten und die Fähigkeitsziele der NATO zu erfüllen. Wir brauchen Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion zulassen wollen? Ja, sehr gerne. Bitte schön. Herr Minister, Sie haben gerade auf Ihre Vorgängerinnen auch verwiesen.
Können Sie bestätigen, dass in dem Zeitraum von 2014 bis zur Regierungsübernahme 2021 der Verteidigungshaushalt angewachsen ist, von etwa 32 Milliarden Euro auf 50 Milliarden Euro, und dass das die Leistung der Unionsministerin war? Das war wohl eher eine Leistung des Bundesfinanzministers und die an der Einsicht des Partners in der Großen Koalition geschuldet. Im Übrigen wissen wir ja, dass diese Beträge bei weitem nicht ausgereicht haben. Das wissen Sie besser als wir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es braucht diese Ausgaben, um auch in Zukunft wieder Deterrence und Defense glaubhaft gewährleisten zu können. Und hierfür, meine Damen und Herren, möchte ich Sie um Unterstützung bitten. Mit Blick auf den vorliegenden Entwurf des Haushalts 2024, aber auch schon mit Blick auf die Eckdaten des Haushaltes 2025 und des Finanzplans bis 2028. Mir ist aber auch bewusst, Vertrauen, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung dürfen keine Einbahnstraße sein. Wenn Sie uns die Mittel zur Verfügung stellen, dann müssen wir auch liefern. Und das tun wir, meine Damen und Herren. Wir haben viel geschafft im vergangenen Jahr. Wir haben dem Haushaltsausschuss 25 Millionen Euro Vorlagen zugeleitet, so viel wie noch nie in einem Jahr. Einen großen Anteil, über 60% des Sondervermögens, sind bereits vertraglich gebunden. Und 2024 beabsichtigen wir allein aus dem Sondervermögen knapp 20 Milliarden Euro zur Finanzierung wichtiger Beschaffungsvorhaben auszugeben. Zudem haben wir in dieser Legislaturperiode große Rüstungsvorhaben wie die F-35, die Überschneefahrzeuge der neuen Generation, die Führungsmittelausstattung für Zugsysteme, Infanteries der Zukunft, weitere Schützenpanzer, Puma, schwere Transporthubschrauber des Typs CH-47 und weitere Seefernaufklärer unter Vertrag genommen. Alles in kürzester Zeit. Auch das Projekt Eurofighter, elektronischer Kampf, haben wir gestartet und mit Israel einen Regierungskaufvertrag über die Beschaffung des Flugabwehrsystems Arrow nebst Lenkflugkörpern abgeschlossen. Wir können daher mit Fug und Recht behaupten, meine Damen und Herren, wir setzen die Zeitenwende um. Wir gehen neue Wege, wir werden schneller und wir ändern das, was geändert werden muss. Auch in diesem Jahr werden wir die Zeitenwende mit Leben erfüllen. Und ich will auf drei Punkte exemplarisch eingehen. Personal, wir haben es gehört, ist ein ganz entscheidender Faktor, um unsere Einsatzbereitschaft und damit die Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Partner sicherzustellen. Und dazu gehört die Überprüfung unserer Personalbedarfe und natürlich auch die Frage, ob eine allgemeine Dienstpflicht oder eine Wehrpflicht sinnvoll ist oder nicht. Gesellschaftlich müssen wir uns nämlich die Frage stellen, wer dieses Land verteidigen soll, wenn es ernst wird. Und das heißt, wen gewinnen wir für die Bundeswehr und wie stellen wir die verbesserte, wie gewährleisten wir die verbesserte Repräsentanz von Frauen? Klar ist, und das habe ich bereits an anderer Stelle gesagt, jedes Modell braucht politische Mehrheiten und eine Gesellschaft, die es trägt. Aber an der Debatte kommen wir nicht vorbei. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, den wir uns genau anschauen, sind unsere Strukturen. Wir befinden uns, und deswegen geht die Kritik aus der Union vollkommen ins Leere. Wir sind längst in der Umstrukturierung im Ministerium auf der Zielgeraden. Ab morgen nehmen wir die neuen Strukturen ein, mit dem Ziel, besser, schneller entscheiden zu können. Alles die Fragen, die niemand in den letzten 25 Jahren angegangen ist. Das will ich noch mal sehr deutlich sagen. Jetzt folgen die Strukturen der Streitkräfte und der zivilen Bereiche. Klarer Maßstab, und ich will es noch mal betonen, damit alle wissen, worum es geht. Klarer Maßstab ist die zukunftsfeste Ausrichtung der Bundeswehr auf ihre Aufgaben, und das heißt wieder vor allem Landes- und Bündnisverteidigung. Ausreichend Personal und gute Strukturen reichen aber nicht aus. Die Soldatinnen und Soldaten haben einen Anspruch auf moderne Ausrüstung und voll ausgestattete Verbände. Wir arbeiten also weiter daran, die Beschaffung intern wie extern zu optimieren und zu beschleunigen. Wichtig ist dabei, dass alle Elemente der Beschaffungskette zusammenwirken, von der Truppe bis zur Industrie. Und klar ist auch, unsere Sicherheits- und Verteidigungsindustrie muss ihre Produktionskapazitäten hochfahren. Dazu braucht sie aber Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Und wir müssen daher gemeinsam mit der Industrie Rahmenbedingungen schaffen, die eine schnelle Erhöhung der Kapazitäten ermöglichen, etwa mit langfristigen verbindlichen Mindestabnahmemengen, international gebündelten Beschaffungen mit unseren Partnern und einer nachhaltigen Finanzierung. Meine Damen und Herren, eines ist gewiss.
Die Zeitenwende wird uns noch lange begleiten, und wir können diesen Weg nur gemeinsam gehen, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Dieser Haushaltsentwurf ist ein klares Zeichen dafür, dass wir die Gestaltung der Zeitenwende sehr, sehr ernst nehmen. Wir zeigen, wir übernehmen Verantwortung für unsere Sicherheit, und wir nehmen unsere Rolle als großer NATO-Partner wahr. Und ich bitte Sie daher, unterstützen Sie diesen Haushaltsentwurf. Es geht um die Zukunft unserer Wehrhaftigkeit und unserer Verteidigungsfähigkeit. Und es geht um unsere Glaubwürdigkeit nach innen wie nach außen. Vielen Dank. Rüdiger Lukesen hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Wir werden in diesen Wochen Zeuge einer sehr skurrilen Entwicklung. Die Bundesregierung bittet die deutsche Bevölkerung um moralische Unterstützung, weil sie mit dem Regieren hoffnungslos überfordert ist. Gemeint ist freilich, dass der Deutsche sich jetzt bitte mit Kritik zurückhalten möge, weil die Lage nun mal so schwierig ist. Reihen schließen in schwieriger Zeit, man sitze ja im selben Boot. Tonlage DDR. Diese Entwicklung ist nicht neu. Es ist die klammheimliche Übertragung der Verantwortung auf alle. Die politische Kaste hat dazu ein eigentlich harmloses und gutes Wort genommen und es in ein gefährliches Wort transformiert. Ich spreche von dem Wort Wir. Ich bitte jeden Bürger, einmal darauf zu achten, wie häufig Regierungspolitiker das Wort Wir benutzen. Wir haben ein Haushaltsloch. Wir haben ein Schuldenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Und jetzt überlegen Sie mal, wer hat wirklich ein Haushaltsloch, ein Schuldenproblem, einen verfassungswidrigen Haushalt zusammengetrickst? Das waren nicht wir, sondern das waren die. Verteidigungsminister Pistorius beschreibt in seinem Verantwortungsbereich das gleiche falsche Spiel. Wir müssen bei der Beschaffung schneller werden. Wir müssen bei der Personalgewinnung besser werden. Wir müssen kriegstüchtig werden. Aber auch hier gilt, nein, Herr Pistorius, nicht wir müssen diese Aufgaben erledigen, sondern Sie. Und es sind auch nicht unsere Soldaten, die dafür Verantwortung tragen, sondern Sie, Herr Pistorius, müssen dafür sorgen, dass die Truppe ausgerüstet ist. Sie sind nicht in der Rolle, Kriegstüchtigkeit einzufordern, sondern sie herzustellen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung wird am Freitag den größten Verteidigungshaushalt in der Geschichte der Bundesrepublik verabschieden. 52 Milliarden regulär plus 20 Milliarden aus dem Sonderschuldentopf. Verteidigungsminister Pistorius hat 72 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Bundeswehr einsatzbereit zu machen. Was hält sie auf? Übrigens, Pistorius israelischer Kollege Yoav Gallant kommt mit 16,2 Milliarden aus. Das ist nur ein Viertel des deutschen Budgets, und damit befreit er den Gazastreifen von der Hamas. Nein, meine Damen und Herren, am mangelnden Geld liegt es nicht. Es liegt am Missmanagement der politischen Leitung.
Dem deutschen Verteidigungsminister stehen nicht nur 72 Milliarden zur Verfügung. Er hat tausende Mitarbeiter, die das machen, was er sagt. Zum anderen hat er die Mehrheit im Parlament. Auch Union und AfD unterstützen die Beschaffung von Material. Die Presse ist auf seiner Seite. Beliebtester Politiker noch dazu, Scholz-Ablöser. Deswegen noch mal die Frage, was hält Herrn Pistorius auf, die Bundeswehr zu ertüchtigen? Die Antwort ist klar. Es ist diese ideologisch verbohrte Regierung, in der er drinsteckt. Und diese Regierung scheitert an den Gesetzen der Ökonomie, scheitert an den Gesetzen der Mathematik, an der Physik und der Biologie und am Wesen der Menschen. Kurzum, die Bundesregierung scheitert an der Realität. Und da wird es auch nicht helfen, wenn der Verteidigungsminister am Wochenende in Oldenburg zu den Omas gegen rechts spricht und gegen die Opposition in Osnabrück zu den Omas gegen rechts spricht und gegen die Opposition demonstriert. Denn die AfD hält sie bestimmt nicht auf, die Bundeswehr einsatzbereit zu machen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Dankeschön. Sehen Sie doch einmal die Wahrheit hier. Sie haben jedes Mal dagegen gestellt. Sie sind Antifaschist. Die Kollegin Sarah Nanni hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Anscheinend heute hier in dieser Debatte nicht anpasste. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Werbeauftragte, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, war der Kollege Gnauk, der letzte Woche noch hier sehr schnittig aufgetreten ist, heute aber nicht zu letzte Sitzungswoche auch hier aufgetreten ist, jetzt aber nicht mehr zu Wort kommt, scheint Ihnen doch peinlich zu sein, was Sie für Leute in den Reihen der AfD haben, insbesondere nach den Berichterstattung von korrektiv.org, wo auch nochmal die Verbindung zur identitären Bewegung so klar geworden sind. Trauen Sie sich nicht mehr, hier in dieser verteidigungspolitischen Debatte nach vorne zu stellen. Auch das spricht Bände. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 hat der Bundeskanzler hier an diesem Platz die Zeitenwende ausgerufen. Und im Juni 2022 haben wir dann mit großer Mehrheit das Sondervermögen beschlossen. Wir haben in Sachen Zeitenwende in diesen zwei Jahren viel erreicht. Wir haben die Rahmenbedingungen geändert, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, der Kollege hat es schon angesprochen. Wir haben 2,4 Milliarden Euro ausgegeben für Ausrüstung und Bekleidung der Soldatinnen und Soldaten. Und wir haben die Beschaffung der F-35, die dringend benötigte Tornado für Nachfolger geregelt. Wir haben in Warnemünde, das hat mich sehr gefreut, ein historischer Tag für die Marine, die MV-Werft eingeweiht. Instandhaltung wird also einfacher für uns und unsere Verbündete. Die Kolleginnen und Kollegen haben schon aufgezählt, was wir auch uns noch fürs nächste Jahr vorgenommen haben. Digitalisierung landbasierter Systeme, Entwicklung von Eloka beim Eurofighter. Wir werden uns mit dem Nah- und Nächstbereich weiter beschäftigen und intensiver darüber sprechen. Und wir werden auch dieses Jahr dafür nutzen, das Material, was wir in die Ukraine abgegeben haben, wieder nachzubeschaffen. Und das sage ich auch ganz deutlich, weil das will ich hier nicht schönreden, die Truppe braucht es dringend, um zu üben und um glaubhaft abschrecken zu können. Aber eine gut ausgestattete Bundeswehr ist nur ein Baustein von vielen auf dem Weg zu einer integrierten Sicherheitspolitik. Eine integrierte Sicherheitspolitik, wie sie sich die Bundesregierung in der nationalen Sicherheitsstrategie vorgenommen hat. Eine integrierte Sicherheitspolitik, wie sie auch nötig ist in diesen bewegten Zeiten. Ostflanke, Balkan, Sahel, Aserbaidschan, Armenien, Israel, Gaza, Rotes Meer, Taiwanstraße, aber auch die US-Politik mit all seinen möglichen Folgen. Wo Konflikte, Krisen und Kriege ineinandergreifen, wo Herausforderungen für die globale Wirtschaft, für Flucht und Migration, für Frieden und Stabilität so groß waren wie lange nicht mehr, brauchen wir eine integrierte Sicherheitspolitik so nötig wie nie. Die Unterstützung der Ukraine ist für uns vital. Europas Sicherheit hängt von nichts mehr ab als davon, wie dieser Krieg weitergeht oder endet.
Und wir richten uns neu aus in der Landes- und Bündnisverteidigung. Die Brigade in Litauen ist essentiell für eine glaubhafte Abschreckung. Wir müssen aber auch, und das zeigen insbesondere die letzten Wochen sehr deutlich, unsere Demokratie stärken und sie von innen resilient machen. Uns stehen wieder Einmischungen vor in Wahlkämpfe, übrigens auch unterstützt durch Sie. Wir werden weiter mit Cyberattacken rechnen müssen. Russische AgentInnen werden weiter ihr Unwesen in Deutschland und Europa treiben. Und sie werden versuchen, die europäischen Gesellschaften zu spalten. Da arbeiten Sie ja ständig gut dran mit. Sie werden versuchen, mit unlauteren Mitteln weltweit zu destabilisieren. Und Russland wird auch weiter zu versuchen, Mehrheiten gegen eine stabile Friedensordnung in Europa und stabile europäische Gesellschaften zu organisieren. Auf all das müssen wir uns einstellen. Das gehört auch zu einer integrierten Sicherheitspolitik dazu. Und das sollte auch dieser Haushalt abbilden. Er tut es aber nicht genug, das sage ich auch ganz ehrlich. Ich finde es verzeihlich, weil dieser Haushalt in einer sehr schwierigen Lage entstanden ist. Nach dem Urteil von Karlsruhe musste die ursprüngliche Planung rasch geändert werden. Und ich möchte mich insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen, die das hier verhandelt haben, auch herzlich bedanken. Ihr habt das Beste draus gemacht. Aber wir leben in historischen Zeiten, die eine Handlungsfähigkeit des Staates abverlangt, wie wir sie alle hier im Saal nie erlebt haben. Und der nächste Haushalt muss das besser abbilden. Für diesen bitte ich um Ihre Unterstützung. Und an die Union noch ein letztes Wort. Ich weiß nicht, wie oft Sie sich hier noch hinstellen wollen und so tun wollen, als wenn wir eine große Lücke hätten in der Zukunft und Sie ein Konzept dafür, wie sie geschlossen wird. Sie haben heute Morgen mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden offiziell alle Angebote zur Zusammenarbeit ausgeschlagen, pauschal. Sie machen in der Haushaltsdebatte keinen einzigen Vorschlag, wo das Geld nach Ende des Sondervermögens herkommen soll. Und dann stellen Sie sich hier hin und machen Forderungen, was die Ausstattung der Bundeswehr angeht, und können das kein Stückchen. Auch das bekommt der Obergefreite mit, Herr Gedichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Erste, was ich festhalte, ist, dass ich mir das Protokoll anschaue und mir vorbehalte, Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Und das Zweite, Herr Brandner, vielleicht können Sie unterscheiden zwischen Zwischenrufen und Pöbelei. Was ich jetzt hier gehört habe in den letzten Minuten, war Pöbelei. Das Wort hat der Kollege Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir beraten hier heute einen Verteidigungshaushalt. Während 1000 Kilometer von uns entfernt 100.000 Ukrainer in Schützengräben sind und ihre Heimat verteidigen. 1000 Kilometer, das ist ein Tankstopp von hier entfernt. Und ich war diesen Monat in der Ukraine und ich habe mit den ukrainischen Soldaten dort gesprochen. Und die können berichten, und die könnten das auch Ihnen berichten, wenn Sie da hinfahren würden, dass das kein Vergnügen ist. Und die können Ihnen berichten, dass Sie das machen, weil Sie für Ihre Familien und sich selbst ein Leben in Frieden und Freiheit wollen. Deswegen kämpfen die dort, deswegen sind die dort in den Schützengräben. Die kämpfen dort und die sind dort in den Schützengräben, weil sie wollen, dass aus ihrem Heimatland kein großes Butcher wird. Und deswegen sollten wir sie auch dabei unterstützen, meine Damen und Herren. Und das ist etwas, was Deutsche und Ukrainer übrigens auch gemeinsam haben, das Streben nach einem Leben in Frieden und Freiheit. Und das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir beraten hier heute einen Verteidigungshaushalt, und der steigt um 2 Milliarden. Und es ist auch gut, dass der um 2 Milliarden steigt, weil wir uns gegen Diktatoren wie Putin im Kreml verteidigen können müssen. Und dafür ist dieser Verteidigungshaushalt heute die Grundlage. 2014 hat eine andere Bundesregierung versprochen in der NATO, dass man 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben will. Diese Bundesregierung ist die erste, die dieses Versprechen auch einhält. Und zwar nicht nur in diesem Jahr,
Wir haben im Grundgesetz verankert, dass wir von nun an jedes Jahr 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere eigene Sicherheit investieren. Und das ist auch gut so. Und das ist etwas, wo man dieser Koalition dankbar sein kann. Und wie Herr Pistorius das auch schon erwähnt hat, das ist auch etwas, wo man unserem Finanzminister dankbar sein kann, dass er das möglich gemacht hat, meine Damen und Herren. Und das ist auch keine abstrakte Zahl. Das ist ein Investment in die Vollausstattung der Bundeswehr. Wir investieren in persönliche Ausrüstung, in Schutzwesten, moderne Schutzwesten, in Helme, in Schutzbrillen, in Funkgeräte für knapp 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Und wir investieren auch in modernste Technik, in Nah- und Nichtbereichsschutz, der hier heute schon erwähnt wurde. Wir investieren daran, dass die Bundeswehr sich zukünftig verteidigen kann, wenn Putins Terrordrohnen auf sie einfliegen, wenn Putins Terrordrohnen hoffentlich nie auf deutschem Territorium da sein würden. Aber wir investieren daran, dass die Bundeswehr uns dagegen verteidigen kann. Und das ist das richtige Investment zur richtigen Zeit. Und damit ziehen wir die Lehren aus dem, was wir gerade Grausames in der Ukraine sehen. Deswegen fordere ich Sie auf, auch Sie von der Union, hier diesem Verteidigungshaushalt zuzustimmen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Unionsfraktion hat jetzt der Kollege Dr. Reinhard Brandl das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man heute den ganzen Tag über die Debatten verfolgt, dann wird eines klar. Diese Regierung hat sich vollständig von der Realität entkoppelt. Sie lebt in ihrer eigenen Ampel-Traumwelt und wartet, dass ein grünes Wirtschaftswunder irgendwann alle Probleme löst. Das wird nicht funktionieren. Und meine Damen und Herren, der Einzige, wo man das Gefühl hat, er ist noch etwas in der Realität, ist der Verteidigungsminister. Aber ich habe manchmal das Gefühl, der wird versucht, mit einem 100 Milliarden Euro Topf ruhig zu stellen. Sonderschulden, die aber das grundlegende Problem nicht lösen. Die Bedrohung unserer äußeren Sicherheit ist keine Sondersituation, die man mit einem Sondervermögen in 5 Jahren lösen kann. Die Bedrohung für die äußere Sicherheit ist eine Daueraufgabe. Und diese Daueraufgabe müssen wir auch angemessen im Haushalt entgegnen. Und mit dieser Daueraufgabe sind Sie offensichtlich überfordert. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, nach dem Kalten Krieg haben wir doch eines gelernt, dass Abschreckung die effektivste Weise ist, einen Krieg zu verhindern. Und Abschreckung und Verteidigung hat in Ihrer Regierung keine Priorität. Und der Kollege Klein hat vorher die Zahlen genannt und unsere Zahlen auch zitiert, wie der Haushalt in unserer Regierungsverantwortung war. 2020, das war der letzte reguläre Haushalt, den wir voll unter Verantwortung hatten, hatten wir einen Verteidigungshaushalt, hatten wir einen Gesamthaushalt von 362 Milliarden Euro und 45 Milliarden Euro für Verteidigung. Sie geben jetzt 114 Milliarden Euro mehr aus, und nur 7 Milliarden Euro mehr für Verteidigung. Der Anteil des Verteidigungshaushalts am Gesamthaushalt sinkt. Und jetzt werden Sie argumentieren, ja, aber wir haben doch das Sondervermögen. Aber das Sondervermögen sind Schulden. Und Schulden sind wie Drogen. Herr Kollege. Sie erleichtern den Tag, aber wenn Sie mal weg sind, dann wird der Entzug hart und 2027 wird der Topf leer sein und 2028 fehlen Ihnen 58 Milliarden Euro. Und ich habe auch heute keine Antwort gehört, wie Sie dieses Loch 2028 stopfen wollen. Es gibt eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Möchten Sie die zulassen? Gerne. Ah ja, Frau Kollegin, bitte schön. Lieber Herr Kollege Brandl, ich war auch den ganzen Tag in dieser Debatte dabei. Ich weiß nicht, auf welcher Debatte Sie waren, aber auf der hier jedenfalls nicht, weil Ihre Rede hat mit dem, was hier bisher gesprochen worden ist, nicht so viel zu tun. Aber ich möchte zu Ihren Zahlen kommen. Sie haben ja vorhin schon die Debatte bereichert durch Ihren Beitrag, wie der Verteidigungsetat von 2014 bis heute gestiegen sei. Also bis 2021 haben Sie gesagt, genau genommen. Da möchte ich jetzt Ihr Erinnerungsvermögen mal ein bisschen auffrischen. Es war nämlich so, dass unter der CDU-FDP-Regierung unter Herrn zu Guttenberg
die Ihre Regierung, die Sie geführt haben, den Verteidigungsetat um 8 Milliarden Euro gekürzt hat. Das war einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dann war die Große Koalition die zweite. Und in den ersten vier Jahren war Wolfgang Schäuble Finanzminister. Und wissen Sie das? Ja, wir haben zusammen den Verteidigungsetat gesteigert in diesen vier Jahren mit Wolfgang Schäuble um sage und schreibe 4 Milliarden Euro pro Jahr. Dann wurde Olaf Scholz Finanzminister. Und wissen Sie, was in den nächsten vier Jahren geschah? Wir haben in der dritten Großen Koalition den Verteidigungsetat von 37 Milliarden auf 50 Milliarden pro Jahr erhöht. Pro Jahr erhöht. Und jetzt übrigens steigt er wieder. Und damit, wenn wir das nicht gemacht hätten mit dem Finanzminister Olaf Scholz, dann wäre der Trümmerhaufen, vor dem die Bundeswehr steht, noch viel größer, als er sowieso schon ist. Aber der Ampelregierung, ausgerechnete Ampelregierung, hier vorzuwerfen, dass wir keine Priorität bei der Bundeswehr setzen, das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Frau Kollegin, Sie haben doch Ihre Frage jetzt gerade selber beantwortet. Was wir geschafft haben, auch mit Ihrer Unterstützung, auch übrigens mit der Unterstützung damals des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, ist, dass der Verteidigungshaushalt jedes Jahr, Sie haben 4 Milliarden Euro, nehmen wir mal die Zahl an, im Schnitt gestiegen ist. Und was tut der Verteidigungshaushalt jetzt? Er stagniert, er steigt eben nicht. Sie haben eine Bereinigungssitzung gehabt, vor zwei Wochen, haben 30 Milliarden Euro neu verteilt, neue Schulden mehr aufgenommen. Und worin haben Sie nicht investiert? Sie haben nicht investiert in Verteidigung. Und dann wird uns immer gesagt, ja, aber wir haben das Sondervermögen. Aber wissen Sie, was das Sondervermögen ist? Das Sondervermögen ist 2027 zu Ende. Und 2027 steuert die Bundeswehr auf einen Abgrund zu. Wenn Sie die Bundeswehr weiter richtig finanzieren wollen, müsste sich der Verteidigungshaushalt nach Berechnungen des BMVGs im Jahr 2028 fast verdoppeln. Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Und ehrlicherweise kann man so nur regieren, wenn man weiß, dass man dann, wenn es soweit ist, keine Verantwortung mehr trägt. Danke, Sie dürfen sich setzen. Aber ehrlicherweise, es ist ja nicht nur der Haushalt das Problem. Das Beschaffungswesen, das uns ja schon Jahre beschäftigt, wird auch nicht richtig reformiert. Da gibt es keinen Angang. Dabei zeigt die Bundeswehr im Moment im BMVG mit dem Beschaffungsstab Ukraine, dass sie gut und effektiv und schnell beschaffen kann. Nur halt nicht fürs eigene Land, sondern für die Ukraine. Wenn wir für die Bundeswehr selber beschaffen, dann sind wir immer noch im Friedensmodus. Und es ist dieser Zeit nicht angemessen. Und meine Damen und Herren, lieber Herr Pistorius, wir haben jetzt eine Brigade, die Sie nach Litauen schicken. Ich halte das für grundsätzlich richtig. Die steht 2027 an der heißen Ostflanke der NATO. Ich fordere Sie auf, machen Sie zumindest für diese Brigade einen eigenen Beschaffungsstab, damit sich der Kommandeur nicht hinten in Koblenz irgendwo anstellen muss, was er braucht, sondern dass er so schnell wie möglich mit dem notwendigen Material versorgt wird. Jetzt ist vorher das Thema Taurus angesprochen. Ich sage Ihnen voraus, irgendwann werden Sie, wie Sie bei allen anderen Waffensystemen irgendwann auch reagiert haben, irgendwann werden Sie den Taurus in die Ukraine liefern oder einen Ringtausch mit einem anderen Land durchführen. Das wird passieren. Der Kollege Faber nickt. Aber wissen Sie, was dann passiert? Es geht 100% zu Lasten der Bundeswehr. Es gibt im Moment keine Taurus-Produktion mehr in Deutschland. Es dauert mindestens 3 bis 4 Jahre, bis eine neue Produktion aufgesetzt worden ist. Und so. Das heißt, wenn die Bundeswehr jetzt nicht bestellt, wenn sie jetzt nicht in die Beschaffung geht, dann wird die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr in den nächsten Jahren auch bei diesem signifikant wichtigen Waffensystem sinken. Und das ist genau der Zeitraum, wo Pistorius warnt, da könnte ein Krieg der NATO mit Russland bevorstehen. Warnen Sie nicht nur, sondern handeln Sie auch dementsprechend. So, und jetzt, also ich schlage Ihnen ganz konkret vor, ich schlage Ihnen, Frau Nanni hat mich gerade gefragt, ich soll was vorschlagen. Ich schlage Ihnen ganz konkret vor, dass Sie einen Beschluss fassen, die Produktion von Taurus wieder aufzunehmen. Und zwar auf einer niedrigeren Stückzahl,
auf einer niedrigeren Stückzahl, damit Sie, wenn es dann soweit ist, die Stückzahlen jederzeit auch wieder nach oben schrauben können. Bis Sie die ganzen Zulieferer wieder zertifiziert haben, das dauert 2 bis 3 Jahre, die Zeit haben wir im Ernstfall nicht. Und das ist die Lücke, die Sie jetzt im Moment reißen. So, und jetzt kommt noch ein nächstes Beispiel, Drohnen. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns doch, wie wichtig die Drohnen in der Kriegsführung heute sind. Die Ukraine, ein Land im Krieg, das ständig bombardiert wird, will seine Drohnenproduktion auf 1 Million Drohnen im Jahr steigern. Und was macht Deutschland? Wir gründen einen Arbeitskreis, eine Taskforce. Das bringt uns doch alle nichts. Wir diskutieren seit Jahren darum, dass wir bei der Bundeswehr schnell bewaffnete Drohnen brauchen. Ich habe bisher noch keine einzige Beschaffungsvorlage im BMVG dazu gesehen, bis auf ein paar Heron TP, die nicht unsere sind, die wir geleast haben, wo wir Waffen nacheinrüsten. Damit werden wir unser Land nicht verteidigen. Gehen Sie die Themen an und stellen Sie der Bundeswehr langfristig im Haushalt das Geld zur Verfügung, das sie braucht. Denn nur so werden wir auch verteidigungsfähig werden. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion ist jetzt Kevin Leiser der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir stärken unsere Sicherheit. Wir stärken unsere Sicherheit durch die Unterstützung der Ukraine. Wenn wir die militärische Unterstützung, die humanitäre Unterstützung, die finanzielle Unterstützung zusammennehmen und auch den deutschen Anteil an den EU-Hilfen für die Ukraine addieren, kommen wir bei einer Unterstützungssumme von 38 Milliarden Euro bisher raus. Das ist eine große Leistung. Das ist auch dann eine große Leistung, wenn wir es vergleichen, zum Beispiel mit Frankreich. Wenn wir bei Frankreich alles zusammen addieren, kommen wir auf eine Summe von ca. 16 Milliarden Euro. 38 Milliarden und 16 Milliarden Euro. Das heißt, ja, wir unterstützen die Ukraine stark, wir müssen sie auch weiterhin unterstützen, aber unsere europäischen Partner müssen in Zukunft auch wesentlich mehr für die Unterstützung der Ukraine leisten. Wir stärken unsere Sicherheit auch durch Klarheit. Was meine ich damit? Wir kommen aus Jahren, wo wir darüber diskutiert haben, ob denn der Beruf des Soldaten, der Soldatin ein Beruf wie jeder andere sei. Die Antwort ist nein. Der Beruf des Soldaten, der Soldatin erfordert, dass man im Fall der Fälle bereit ist, das eigene Leben zu geben und das Leben eines anderen Menschen zu nehmen. Und wir haben jetzt wieder einen Nachbarn in Europa, der bereit ist, mit Gewalt Grenzen zu verschieben, der Kriege führt, um Grenzen zu verschieben. Und das heißt, dass wir in Europa eine kriegstüchtige Bundeswehr brauchen, um uns verteidigen zu können, um wehrhaft zu sein. Und sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank, dass Sie den Mut hatten, dieses Zeichen in die Truppe zu senden, dass Sie den Mut hatten, das in die Öffentlichkeit zu tragen, diese Klarheit zu schaffen. Dafür vielen Dank Ihnen. Und vielen Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten, die bereit sind, Tag für Tag uns und unsere Partner zu verteidigen. Wir stärken unsere Sicherheit in Zukunftsfeldern, zum Beispiel im Weltraum. Der Weltraum wird immer wichtiger, was Satellitenkommunikation betrifft, was Erdbeobachtung betrifft, was Positionsbestimmung betrifft. Da ist wichtig, dass wir mit der Raumfahrtstrategie vorangekommen sind. Da ist wichtig, dass jetzt das nationale Raumfahrtprogramm einen Aufwuchs erfährt. Wir stärken unsere Sicherheit im Cyberraum. Wir stärken den Cyber Innovation Hub, die Cyberagentur. Wir haben über 20 Milliarden Euro im Sondervermögen für Führungsfähigkeit, Kommunikationsmittel von Funkgeräten über Datenlinks, Server, die gesamte Kette. Und es ist auch wichtig, dass die gesamte Kette weiterhin im Sondervermögen ist. Denn wer nicht digitalisiert, wer nicht kommunizieren kann, der verliert leider. Wir stärken unsere Sicherheit durch viele, viele Erfolge. Persönliche Schutzausstattung ist in Rekordzeit beschafft worden. Wir haben das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Das Handgeld für die Kommandeure ist erhöht. Wer beim Stichwort Personal, wer da konkrete Anstöße braucht, einfach die Ergebnisse der Taskforce Personal lesen. Wer konkrete Dinge zur Struktur der Bundeswehr braucht, die verteidigungspolitischen Richtlinien sind sehr konkret. Konkret ist, was angestoßen würde, was die Brigade Litauen angeht. Konkret ist auch, dass wir ab diesem Jahr
die 2% der NATO erfüllen werden und auch in Zukunft. Und wenn Sie mir das nicht glauben, jeden Juli veröffentlicht die NATO die Zahlen, und dann wird es auch auf NATO-Papier stehen, dass wir die 2%-Quote ab diesem Jahr erfüllen und damit unsere Verteidigung stärken. Und ein Satz noch, was für eine Verantwortung übernehmen. Was haben denn die folgenden Politikbereiche gemeinsam? Innen, Wirtschaft, Energie, Verteidigung, Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Digitalisierung. Zwei Gemeinsamkeiten. Das sind die größten Herausforderungen, die diese Fortschrittskoalition übernommen hat. Und das war davor alles CDU-CSU geführt. Stichwort Verantwortung übernehmen. Es wäre schön, wenn von Ihnen auch Vorschläge in der Diskussion gekommen wären. Wir stärken unsere Sicherheit und da machen wir auch weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat für Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Niklas Wagner. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Gedenkstunde heute Vormittag aus Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hat mich sehr bedrückt und bewegt zurückgelassen. Die Worte, die Eva Sepeschi und Marcel Reif an uns gerichtet haben, sind auch für diese Debatte, in der wir uns mit dem Einzelplan 14 der Finanzierung unserer Bundeswehr auseinandersetzen, entscheidend. Denn wenn dieser Tage in ganz Deutschland Millionen Menschen auf die Straße gehen, weil sie sich gegen Rechtsextremismus und für unsere Freiheit, für unsere Demokratie engagieren wollen, dann ist das auch ein Rückenwind für unsere Arbeit im Verteidigungsausschuss, die Bundeswehr personell und materiell so auszustatten, dass sie gemeinsam mit unseren Verbündeten in EU und NATO unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unsere Demokratie schützen kann. Meine Damen und Herren, fälschlicherweise werden Polizei, Bundeswehr und andere Sicherheitsbehörden oft unter einen Generalverdacht des Rechtsextremismus gestellt. Das ist falsch. Ja, es gibt Rechtsextremisten in unseren Sicherheitsbehörden, aber wir haben uns als Koalition bereits gekümmert, dass diese nun zügiger aus eben jenen Behörden entlassen werden können. Nach nun etwas mehr als 2 Jahren im Verteidigungsausschuss kann ich sagen, mit jedem Besuch einer Kaserne und mit jedem Gespräch, das ich mit unseren hochmotivierten und engagierten Soldatinnen und Soldaten führe, stehe ich umso unerschütterlicher hinter unserer Truppe, weil ich mich immer wieder selbst davon überzeugen kann, dass unsere Soldatinnen und Soldaten unsere Demokratie verteidigen. Ich bin sehr dankbar, dass wir Abgeordnete uns in dieser schwierigen Weltlage auf sie verlassen können. Sich aufeinander verlassen zu können, kennt immer zwei Seiten. Nicht nur wir müssen uns auf unsere Bundeswehr verlassen können, sondern auch unsere Soldatinnen und Soldaten auf uns im Parlament, auf unsere parlamentarische Unterstützung, auf einen Bundeshaushalt, der ausreichend Finanzmittel für unsere Sicherheit zur Verfügung stellt. Mit diesem Haushalt 2024 tragen wir als Ampelkoalition unserer Verantwortung für eine nachhaltige Sicherheits- und Verteidigungspolitik Rechnung. So investieren wir zum Beispiel in das zweite Los Puma, in die Nachfolge des Tigers und zukünftig in den schweren Waffenträger Infanterie. Auch bei der Munitionsversorgung schließen wir Lücken. Mit dem Sondervermögen werden wir 2024 nun fast 3,5 Milliarden Euro für die Beschaffung von Munition bereitstellen. Nach Jahren der Unterversorgung können wir auch dafür sorgen, dass zukünftig ausreichend persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten mit Gefechtshelmen, Schutzwesten, Kampfbekleidung, Stiefeln und Rucksäcken sichergestellt ist. Und das ist auch gut so. Die weltweit zunehmenden Konflikte können nur in einem Zusammenspiel von zivilen und militärischen Instrumenten gelöst werden. Deshalb haben wir als Bündnis 90 Die Grünen seit unserer Gründung für einen breiten und umfassenden Sicherheitsbegriff geworben. Neben militärischer Sicherheit müssen wir Instrumente des zivilen Krisenmanagements und des präventiven Handelns stärken. Auch die Zeitenwende wird oft vor allem militärisch betrachtet. Das ist richtig und ein Teil des notwendigen Wandels. Der andere Teil ist aber der zivile.
In unser aller Köpfe muss eine Zeitenwende stattfinden. Wir müssen als Gesellschaft mehr über Fragen von Frieden und Sicherheit diskutieren. Und wir müssen auch mehr über unseren individuellen Beitrag für dieses hohe Gut sprechen. Denn im Ernstfall wird die Bundeswehr zur Abschreckung und Verteidigung zum Beispiel an der Ostflanke der NATO gebraucht. In Deutschland müssen dann zivile Akteure kritische Infrastruktur schützen und auf Cyberattacken und Desinformationskampagnen reagieren. Dafür müssen sich Bundeswehr, Sicherheitsbehörden, Katastrophenschutzorganisationen und Industrieunternehmen besser vernetzen. Genau darum kümmert sich das neu aufgestellte territoriale Führungskommando der Bundeswehr. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir demokratische Fraktionen als politische Mitte Einheit nicht nur für das Sondervermögen gezeigt haben, sondern auch in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und den Opfern des Terrorangriffs der Hamas in Israel. Ich hoffe, dass wir mit dieser Einheit nun auch den Verteidigungshaushalt 2024 beschließen und auch für die Herausforderungen in den kommenden Jahren gemeinsame Lösungen finden. Herzlichen Dank. Das Wort hat die fraktionslose Kollegin Dr. Gesine Lutsch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Abgeordnete für die Partei Die Linke. Die Bundesregierung, allen voran Boris Pistorius, will unser Land kriegstüchtig machen. Ich sage Ihnen, das ist der falsche Weg. Wir Linken sagen, unser Land muss friedenstüchtig werden, meine Damen und Herren. Und unser Land braucht nicht mehr Panzer und Raketen. Das ist nichts, was uns sicherer macht. Wir brauchen Krankenhäuser, die Patienten heilen und nicht abweisen. Wir brauchen Apotheken, die Fiebersaft für Kinder in den Regalen haben. Und wir brauchen Züge, die pünktlich und sicher ihr Ziel erreichen. Und die Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, dass das normale Leben in unserem Land immer weniger funktioniert. Sie behaupten, es gibt nichts mehr zu verteilen. Doch für die Bundeswehr sind allein für dieses Jahr nach NATO-Kriterien 85,6 Milliarden Euro eingeplant. Und Sie haben es selbst stolz gesagt. Ich finde, das ist kein Grund, stolz zu sein. Noch nie hat eine Bundesregierung so viel Geld für Krieg und Aufrüstung eingeplant. Und das darf nicht sein. Und 85,6 Milliarden Euro, das sage ich Ihnen ganz deutlich, Herr Pistorius, das ist das Gegenteil von Nulltarif. Sie sprachen in Ihrer Rede von Nulltarif. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Wir als Linke sind gegen ein neues Wettrüsten. Denn an dem Wettrüsten verdienen sich die Rüstungskonzerne dumm und dämlich. Und die Ampel ist trotzdem nicht einmal bereit, wenigstens die Übergewinne zu besteuern. Man hat den Eindruck, die Rüstungsindustrie braucht gar keine Lobbyisten mehr. Die Rüstungslobbyisten sitzen in dieser Regierung. Das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Ja, die Menschen wollen mehr Sicherheit. Und Sie gaukeln ihnen vor, dass mehr Geld für die Bundeswehr mehr Sicherheit bedeutet. Das ist falsch. Unzählige Berichte des Bundesrechnungshofes, Sie können das alles selber nachlesen, zeigen, die Bundeswehr schmeißt, und zwar ohne Konsequenzen, das Geld zum Fenster heraus. Ich erinnere ein Beispiel an die Bestellung von Funkgeräten für die Bundeswehr mit einem Volumen von 2,9 Milliarden Euro. Und nach Lieferung der Geräte wurde festgestellt, die passen gar nicht in die vorgesehenen Fahrzeuge. Und ich sage Ihnen auch, es wäre ein Albtraum, wenn dieser Minister Bundeskanzler würde. Und immer weniger Menschen, meine Damen und Herren, wollen sich in Kriege schicken lassen. Und jetzt will Herr Pistorius Menschen ohne deutschen Pass zur Bundeswehr einziehen. Ich frage Sie wirklich, kann es sein, dass ein SPD-Politiker bewusst Notlagen von Menschen ausnutzt? Wer arm ist und nur eingeschränkte Grundrechte hat, der darf für Deutschland in den Krieg ziehen? So was können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Und diese kriegstüchtige Regierung hat angeblich kein Geld dafür, das Kindergeld zu erhöhen, aber 85,6 Milliarden Euro für Aufrüstung. Ich will, dass unser Land Vorreiter in Sachen Abrüstung, Diplomatie und Friedensinitiativen wird. Das wäre der richtige Weg. Vielen Dank. Das Wort hat Nils Gründer für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Herr Minister, liebe Frau Wehrbeauftragte! Viel Geld löst nicht automatisch alle unsere Probleme. Aber Sicherheit und Frieden haben nun mal ihren Preis. Und daher muss sich auch jeder ganz persönlich von uns fragen, was ist Ihnen Ihre Sicherheit und Ihr Frieden eigentlich wert? Wenn ich mir gerade die Rede der Linkspartei, der ehemaligen Linkspartei, angucke, dann stellt man hier ganz schnell fest, Ihnen ist das nichts wert. Sie haben nicht verstanden, dass nur wer in die Bundeswehr investiert, dauerhaft einen Krieg verhindert und dauerhaft den Frieden sichert in diesem Land. Zur Einordnung: Die Friedensdividende der Vergangenheit hat die Mängel von heute verursacht. Und aktuell reparieren wir die Bundeswehr davon. Unser 2%-Versprechen an unsere NATO-Bündnispartner darf da auch in Zukunft eigentlich nur eine Untergrenze sein. 10 Jahre lang hat diese Bundesrepublik dieses Versprechen nicht eingehalten. Nun tut sie das zum ersten Mal, und das ist auch richtig so. Die Gründe, warum das richtig ist, erläutere ich Ihnen jetzt. Um junge Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen und natürlich auch zu halten, braucht es attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen in der Truppe. Als Arbeitgeber konkurriert die Bundeswehr mit dem freien Markt. Attraktivität kostet Geld. Eine moderne Kaserne kostet Geld. Sie ist aber ein Aushängeschild für unsere Bundeswehr. In Nachwuchs und Personal müssen wir also investieren. Auch dafür steht ein aufwachsender Wehretat. Es kann auch nicht sein, dass die Soldaten heute zwischen Elternsein und Soldatsein entscheiden müssen. Die Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Auch das hat seinen Preis. In der Sachen Ausstattung haben wir auch noch einiges aufzuholen. Lange Zeit war die Ausstattung veraltet oder hat auch ganz gefehlt. Trainieren für einen Ernstfall war nur unter Umständen möglich. Während meiner letzten Truppenbesuche hat sich mein Bild aber in einem Punkt geändert. Und zwar im Bild der persönlichen Ausstattung. Es geht jetzt in meinen Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten oft nicht mehr darum, dass die Spinde leer sind, sondern es geht eher darum, dass man 2 Spinde braucht, um die persönliche Ausstattung unterzubringen. Die persönliche Ausstattung kommt also nach und nach mehr bei den einzelnen Soldaten an. Das Sondervermögen zeigt hier seine Wirkung. Zurück zur Frage am Anfang. Für mich ist klar, Sicherheit und Frieden sind für uns unbezahlbar. Wir haben erst vorgelegt. Es darf auch erst der Anfang sein. Wir haben hier als Parlament eine Verantwortung für die Sicherheit Deutschlands. Wir tragen eine Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Die schicken wir nämlich im Ernstfall an die Front. Und mein Gewissen lässt es nur zu, dass wir das tun, wenn diese auch vernünftig ausgestattet sind. Und ich wünsche mir eines, dass diese Linkspartei das endlich mal versteht, dass unsere Soldaten im Ernstfall den Schädel für uns hinhalten. Sie kommen zum Ende, bitte, Herr Kollege. Ja, ich schenke die restliche Redezeit dem Kollegen Krügel. Da war nichts mehr zu verschenken. Das ist sozusagen Schulden vererbt hier. Markus Krügel hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister! Ich beginne mit einem Satz eines deutschen Generals. Zitat: Vor Tische las man's anders. Dieser Satz von General Tiefenbach aus Schillers Wallenstein steht im Deutschen für nicht eingehaltene Versprechungen oder Abmachungen, für Täuschen und Tricksereien. Vor Tische las man's anders. Die Bundesregierung ist dabei, die Zeitenwende gegen die Wand zu fahren, ihre Zusagen nicht einzuhalten. Bei der Rede des Bundeskanzlers hier vor 2 Jahren habe ich noch an der entscheidenden Stelle Bravo gerufen, in entsetzte Gesichter bei SPD und Grünen geschaut. Und jetzt, 2 Jahre später, ruft keiner mehr, der was versteht, Bravo, es ist zu wenig umgesetzt und vor allem, es ist fast nichts bei der Truppe angekommen. Und auch das 2%-Ziel, das Sie sich immer rühmen. Schauen Sie doch mal in die Erläuterungen. 14 Milliarden werden aus anderen Etats zusammengeglaubt. Das sind Dinge, die den Kreml nicht sonderlich beeindrucken werden. Und bei dem 2%-Ziel geht es doch darum, dass wir gerechte Lastenteilung innerhalb der NATO für unsere gemeinsame Sicherheit und Freiheit haben. Versprochen und nicht eingehalten. Oder beim Sondervermögen. Vereinbart war, für große, bedeutsame Rüstungsvorhaben diese 100 Milliarden Euro zu verwenden. Es wird immer mehr verwässert. Versprechen nicht eingehalten. Der Einzelplan 14 ist zu niedrig.
Und laut der Finanzplanung steigt er nicht an, sondern er läuft zur Seite, wird eingefroren. Sie, Herr Minister, haben zu Recht, und wir unterstützen Sie dabei mit voller Kraft, wir wollen Ihren Erfolg, 10 Milliarden zusätzlich für den laufenden Haushalt gefordert. Richtig, gut so. Aber Sie haben es nicht erreicht. Und inflationsbereinigt sinkt der aktuelle Verteidigungsetat sogar. Und jetzt, Frau Nanni, Sie hatten vorhin einen Zwischenruf. Ja, 30 Milliarden auf einen Schlag, das wäre auch für die CDU-CSU ein Riesenkraftakt, wo wir möglicherweise auch Schwierigkeiten hätten. Darum muss man es jetzt stufenweise ansteigen lassen. Aber alle Versprechungen, die ich höre, der Minister Lindner jüngst, der Verteidigungsminister, der Kanzler, liegen nach der nächsten Bundestagswahl. Und da tut sich die Ampel leicht mit Versprechungen. Und das Versprechen, eine einsatzfähige Panzerbrigade, die Brigade 42, nach Litauen zu schicken, ab 25, 27 Einsatzbereich, wird ohne zusätzliches Personal und Material nicht gehen. Die Brigade ist bisher finanziell nicht unterlegt. Auch diese Zusage läuft Gefahr, nicht eingehalten zu werden. Oder wir müssen an der Heimat die Einheiten entblößen. Wenn jetzt im März im Eckwertebeschluss und im Haushaltsplanentwurf im Sommer nichts Entsprechendes steht, sind Sie auch hier gescheitert. Und wir Europäer wissen doch, wir müssen mehr für unsere Freiheit und Sicherheit tun und können unsere Sicherheit nicht allein an die USA delegieren. Und wir alle wissen, und die Abgeordneten der Ampel sagen das ja auch immer wieder, dass der Einzelplan 14 ansteigen muss. Aber bis heute ist außer Sprechblasen nichts hart festgeschrieben. Wir brauchen Verlässlichkeit und keine Strohfeuer, auch für unsere Rüstungsindustrie. Und es geht nicht, den Präsidenten Biden oder Trump zufriedenzustellen. Es geht um unsere deutschen Interessen, um unsere nationalen Interessen, um unsere Sicherheit. Und jetzt ein Blick zurück. Wurde ja vorher gemacht vom Minister und von anderen Rednern. Nach 2014 ist der Verteidigungsetat angestiegen. Nach 2022 läuft er zur Seite. Oder um es mal konkret zu machen. Wir haben damals 100 zusätzliche Leopard-Panzer bestellt. Was hat Minister Pistorius gemacht? 18 bestellt, als Ersatz für 18 abgegebene. Das ist ein Nullsummenspiel. Warum nicht 100, damit die Bundeswehr eine Vollausstattung hat? Dass wir eine Umlaufreserve haben für Panzer, die in der Industrieinstandsetzung sind. Dass wir Ersatz für beschädigte oder zerstörte Panzer haben. Dass unsere Reserve Gerät hat und wir aufwuchsfähig werden. Dass wir die Ukraine weiter unterstützen können. Nein, null Summenspiel. Oder 5 zusätzliche Korvetten, zweites Los, haben wir nach 2014 bestellt. Jetzt das dritte Los, ursprünglich 5, jetzt vielleicht noch eine, wer weiß. Statt die richtigen Prioritäten zu setzen für unsere Freiheit, für unsere Sicherheit, gibt es nicht eingehaltene Versprechen. Das wird den Kreml nicht beeindrucken. Das dient nicht einer glaubwürdigen Abschreckung. Das genügt nicht für unsere Sicherheit. Das ist nicht Verteidigungsfähigkeit und das ist nicht Kriegstüchtigkeit. Der Haushaltsplanentwurf genügt den großen Herausforderungen nicht und darum lehnen wir ihn ab. Ich fasse zusammen, vor Tische las ich's anders. Die Fraktionsvorsitzende Sakline Nasik hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sparen, was das Zeug hält, ist die Devise der Bundesregierung beim Bundeshaushalt. Allerdings mit einer riesigen Ausnahme, die Militärausgaben. Die sind mittlerweile auf rekordartige 90 Milliarden angestiegen. Und das in Zeiten von Inflation, vom selbstverschuldeten Haushaltsloch, in Zeiten von sozialen Einschnitten und in Zeiten, an denen die Schlangen an den Tafeln immer länger werden. Und mit dieser irrsinnigen Politik wollen wir uns vom Bündnis Sahra Wagenknecht nicht abfinden. Gleichzeitig sind Sie aber altruistisch genug, um Waffen in Milliardenhöhe aus dem Bestand der Bundeswehr zu plündern und zu verschenken. Und das für einen Krieg, der seit 2 Jahren dauert und nachweislich mit Waffenlieferungen nicht zu gewinnen ist.
Das haben selbst mittlerweile die obersten Militärs der Ukraine erkannt. Aber die Bundesregierung, sie möchte die Legende aufrechterhalten, mehr Waffen brächten Frieden. Der Verteidigungsminister möchte uns währenddessen kriegstüchtig machen, während eben Millionen von Menschen nicht wissen, wie sie bis zum Monatsende über die Runden kommen beim Essen, beim Heizen und beim Tanken. Laut IFO-Konjunkturprognose ist Deutschland weiterhin Schlusslicht im weltweiten Vergleich beim Wirtschaftswachstum. Während also der Wohlstand hierzulande in Gefahr ist, unter anderem auch durch ihre irrsinnigen Wirtschaftssanktionen, haben sie genügend Geld für die Militarisierung. Immerhin waren sie aber ehrlich genug, öffentlich zu verlautbaren, wo ihre Prioritäten liegen, nämlich als sie die Schuldenbremse zur Bekämpfung von Armut und Rezession nicht aussetzen wollten, aber gleichzeitig sagten, für die Ukraine würden sie es möglich machen. Meine Damen und Herren, wir wissen ja, dass der Kanzler zeitweise an Gedächtnislücken leidet. Aber ich möchte ihn gerne daran erinnern, was an der Front dieses Hohen Hauses steht, nämlich dem deutschen Volke. Und das möchte nachweislich eine an Diplomatie ausgerichtete Außenpolitik, wirtschaftliche Sicherheit statt abgehobener und lebensfremder Politik. Das Wort hat Christoph Schmidt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem ersten russischen Werbeblock von links und dem vermeintlich folgenden russischen Werbeblock von rechts darf ich aus der Mitte des Hauses jetzt zu Ihnen sprechen und versuche das auch in Gelassenheit zu tun. Ich bin sehr froh, dass heute niemand das Wort Friedensdividende benutzt hat, und ich sage Ihnen auch warum, weil ich den Begriff tatsächlich semantisch für schwierig halte. Denn Frieden an sich ist ein so hohes Gut. Der muss nicht noch eine Dividende abwerfen. Wir alle wissen, was gemeint ist. Wir haben in den letzten 30 Jahren weniger für unsere Sicherheit ausgeben müssen, als das erforderlich gewesen wäre. Aber Frieden darf auch Geld kosten. Er muss nicht wie eine Aktie Gewinn abwerfen. Genau das zeigt dieser Haushalt. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem heroischen Kampf gegen den russischen Aggressor. Wir sind dabei, es wurde schon mehrmals erwähnt, nach den USA der zweitgrößte Geber und gehen in Europa mit gutem Beispiel voran. Ja, wir erreichen das 2-Prozent-Ziel. Ja, wir erreichen es mit Hilfe des Sondervermögens. Aber sowohl der Bundeskanzler als auch der Verteidigungsminister vorhin haben mehrmals betont, wie wichtig der Aufwuchs im regulären Haushalt künftig sein wird. Eine nachhaltige Finanzierung, unsere Sicherheit und die unserer Partner und Verbündeten gewährleisten zu können, muss uns das wert sein. Und Frau Lötsch, Sie würden sich wundern, wie viele Krankenhäuser wir brauchen würden, wenn wir nicht wehrhaft wären. Für die Menschen. Eine nachhaltige Finanzierung ist aber auch wichtig für die Menschen, die in unseren Streitkräften ihren Dienst leisten, die mit ihrem Leib und Leben für unsere Sicherheit einstehen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie das tun. Und jetzt ist der Dr. Brandl nicht mehr da, aber seine vermeintlichen oder hoffentlich nur eingebildeten Drogenerfahrungen in allen Ehren. Aber das, was er über Schulden gesagt hat, das ist tatsächlich ein Affront gegenüber jedem schwäbischen Häuslebauer, der sein Haus kreditfinanziert hat. Manchmal komme ich mir bei den Forderungen aus den Reihen der Union, lieber Kollege Grübel, ein bisschen so vor wie vor der Supermarktkasse in der Schlange, wenn das ungeduldige Kind sagt, Papa, kauf mir was, egal was, Hauptsache es wird etwas gekauft. So macht man keine vernünftige Haushaltspolitik, so stattet man Streitkräfte nicht vernünftig aus. Man muss sich schon am Bedarfsträger orientieren, und das tun wir. Und wenn es ein marktverfügbares und bewährtes Produkt wie F-35 oder Chino gibt, dann kann, ja, dann muss man das auch bei unseren Verbündeten kaufen. Aber dieser Haushalt bildet auch zahlreiche Mittel für Beschaffungen bei deutschen Firmen der Wehr- und Sicherheitsindustrie ab. Und auch das ist wichtig, nämlich dass wir uns die Fähigkeiten in den Köpfen erhalten können. Wir wissen um die Notwendigkeit, um das Erfordernis, dass wir im Verbund mit europäischen Partnern auch weiterhin in der Lage sein müssen, Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge oder Schiffe zu entwickeln und zu fertigen. Auch dafür legt dieser Haushalt die Grundlage.
Die Herausforderungen für den Gesamthaushalt 2024 waren groß. Umso bemerkenswerter ist es, dass es gelungen ist, einen derart ambitionierten Verteidigungshaushalt aufzustellen, an dessen Umsetzung wir jetzt gemeinsam arbeiten werden. Und zum Schluss dann doch noch nach rechts. Die Realität in diesem Land ist zum Glück nicht der YouTube-Kanal von Herrn Espendiller oder der AfD. Die Realität in diesem Land ist zum Glück auch nicht der mir nachfolgende Opa von rechts, sondern die Realität in diesem Land sind die Omas gegen rechts, egal ob in Osnabrück, Oldenburg oder Oberbammergau. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich komme noch einmal zurück zu vorhin. Herr Brandner hat die Kollegin Nanni in die Nähe einer terroristischen Vereinigung gestellt. Ich erteile ihm dafür einen Ordnungsruf. Und gebe das Wort dem Fraktionslosen Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Haushaltspolitisch betrachtet sind die 100 Milliarden Euro Sondervermögen ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm für die US-Rüstungsindustrie. Begründet wurde das bei uns als Ertüchtigung der Bundeswehr. Diese Ertüchtigung hat es aber nicht gegeben. Erstens kauft Herr Pistorius nur das Material nach, was er zuvor an Kiew geliefert hat, damit es dort zerschossen wird. Und zweitens will er zusammen mit anderen NATO-Staaten jetzt sogar ein neues Luftschloss erbauen, nämlich eine eigene Rüstungsindustrie. Die Ukraine ist weder NATO noch ein sonstiger Bündnispartner und verteidigt schon gar nicht die Werte von Demokratie und Rechtsstaat. Denn alles ist in der Ukraine abgeschafft. Selenskyj braucht diesen Krieg immer weiter, um keine Wahlen abhalten zu müssen und weitere Millionen Dollar an schwarzen Verkäufen von Waffen zu verdienen und Millionen Immobilien im Ausland zu erwerben, in London und Mailand zum Beispiel. Ich frage Herrn Pistorius, wohin sind die vielen Milliarden in der Ukraine geflossen, die Sie an deutschen Steuergeldern für die Kriegsfinanzierung bereitgestellt haben? Können Sie darüber Rechenschaft legen? Die Bundeswehr ist blanker als blank. Und Sie wollen Deutschland wieder kriegstüchtig machen? Sie haben immer noch nicht verstanden. 70-80% der Deutschen wollen keinen Krieg. Sie wollen ihn auch in Zukunft nicht. Und Sie wollen Ihren Kopf nicht hinhalten für die geopolitischen Interessen der USA. Frieden gibt es nur in Europa mit Russland. Es hat geklappt mit den 2 Minuten diesmal. Ja, super. Der Kollege Wolfgang Helmich hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Soldatinnen und Soldaten auf dieser Haushaltsdebatte über den Einzelplan 14 schauen, unsere Bündnispartner in der NATO, in der EU, wie auch unsere Bündnispartner in der Ukraine, dann werden sie eine Debatte sehen, die an den Enden nicht zusammenzubringen ist. Der eine Teil sagt, es ist alles Desaster. Der andere Teil sagt, es ist hochgerüstet. Ich würde mal sagen, bleiben wir bei einer verlässlichen Politik in der Zeitenwende, wie sie die Bundesregierung macht. Weil das ist ein verlässlicher Kurs, der auch nach vorne weist. Es ist der höchste Einzelplan in der Bundesrepublik aller Zeiten. Das muss man immer wieder betonen. Es ist ein Sondervermögen, das im nächsten Jahr noch mal mit 19,1 Milliarden Euro ausgegeben wird. Ich bin den Haushaltspolitikern sehr dankbar, dass sie mit dem Thema der Verpflichtungsermächtigung auch eine Beschaffungsverlässlichkeit bis in das Jahr 2028 hineingeschaffen haben. Also der Kurs, der da steht, ist ein verlässlicher, der da heißt, wir werden den Einzelplan 14 steigern, wir werden der Bundeswehr, den Soldatinnen und Soldaten das geben, was sie brauchen, wir werden unseren Zusagen an die Ukraine der Unterstützung, wir werden dabei bleiben, sie weiter unterstützen mit dem, was wir können, was wir tun. Und ich bin dem Bundeskanzler auch dankbar, dass er auf der europäischen Ebene
mit dafür gesorgt hat, Prost Gemeinde, mit dafür gesorgt hat, dass die Bündnispartner ihre Bemühungen steigern, die Ukraine zu unterstützen. Leider hat heute die EU feststellen müssen, dass sie die Produktion der nötigen Granaten, der Artilleriemunition für die Ukraine nicht schaffen wird. Und Gott sei Dank, in derselben Situation haben Deutschland, Dänemark, die Niederlande und andere Staaten eine Initiative ergriffen, die Munition aufzukaufen, die es auf dem Markt gibt, um damit die Ukraine zu unterstützen. Das ist konkrete, praktische Solidarität für die Ukraine, wie wir sie leisten können und wie wir sie leisten müssen. Wir bleiben solidarisch mit der Ukraine. Wir sorgen dafür, dass auch in den langläufigen Verfahren die Modernisierung der Bundeswehr vorangetrieben wird. Und noch einmal ein Dank an die Haushälter an anderen Stellen, wenn es um die kleinen Details geht. Wenn ein Lazarettzug beschafft wird, wenn die digitale Gesundheitskarte zur konkreten praktischen Unterstützung der Truppe eingeführt wird, wenn das Handgeld für Kommandeure erhöht wird und wenn irgendwie mit zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen Investitionssicherheit auch für die Rüstungsindustrie geschaffen wird, dann sind wir auf dem richtigen, einem konsolidierten, auf einem vernünftigen, auf einem verlässlichen Kurs. Und letztendlich herzlichen Dank auch als Mitglied in der Cyberagentur, dass dort die Mittel auch hingekommen sind, weil die meisten Start-ups im Bereich der Cybersicherheit sind in Dresden, sind in Leipzig, sind in Brandenburg, sind in Berlin, sind in München, sind in Baden-Württemberg. Und das, was wir dort an Geld ausgeben, dient auch an der Stelle der Sicherheit unseres Landes, indem wir unsere Fähigkeiten stärken. Vielen Dank dafür. Guter Kanzler, guter Verteidigungsminister, guter Einzelplan 14. Wir stimmen ihm zu. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Einzelplan und wir kommen zur Abstimmung über Einzelplan 14, Bundesministerium der Verteidigung und der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen und einzelne Abgeordnete, die fraktionslos sind. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Dann ist der Einzelplan angenommen. Und so kommen wir zum Einzelplan Nummer 23 des Bundes.